Herzlich willkommen, Damen und Herren, da draußen an den Empfangsgeräten zu dieser weiteren Folge Metalnet. Disclaimer vorweg, das ist eine Aufnahme, aber es macht nichts. Qualitativ ist es der gleiche Shit wie den, was wir live machen. Und wer sind wir? Ich bin der Siffi, das ist der Felix, da über mir und da über mir ist der Roland. Und ich begrüße euch beiden. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Metalnet. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ja, habe die Ehre. Tja, eine wahnsinnige Zeit momentan. Wer es mitbekommen hat, hier bei mir ist Land unter, was Internet angeht. Also alles down. Quasi wie Lockdown, nur Shutdown. Also komplett, wir müssen immer abpassen, wann das Internet wieder geht. Aber keine Angst, ab morgen geht's wieder. Dann, wenn die Folge online geht, hoffentlich geht mein Internet wieder gescheit. Also sollte ich mal diesmal rausfliegen aus dem ganzen Bums hier, dann wartet einfach, bis sich das Bild wieder bewegt. So machen wir das, Siffi. Gar kein Problem, so machen Sehr wir das. Gut. Wir sind ja gewohnt, um Felix zum Überbrücken, also das kriegen wir schon hin. Genau. Roland, ja. Das Ding dann was Schönes. Nein, das braucht kein Mensch. Das braucht kein Mensch. Ich begrüße auch alle Leute da draußen, die jetzt live wieder mit dabei sind, denn das wird ja wieder als Premiere wahrscheinlich online kommen und es sitzen bestimmt wieder jemand live mit dabei, hoffe ich. Und wenn nicht, dann begrüße ich natürlich auch alle, die nur das Audio anhören auf Spotify oder einem anderen Podcast-Catcher, dem eures Vertrauens. Und was geht hier eigentlich? Wir reden über aktuelle Themen, die sich im Bereich des Metal so umtreiben, reden auch über uns, was wir so treiben und was Dark Siffler so macht und so generell einfach, was uns bewegt. Weil wir es auch ein bisschen ein News-Laber und Podcast für die gute Seele ist. Genau. Und die ich habe natürlich. Ruhe-Szene. Genau. eine Truhe-Szene. Und, die Truhen ist auch mal echt nicht vergessen, weil das ist echt wichtig, weil das fängt beim Frühstück an und hört abends kurz vor dem Bettle, gehe auf mit dem betthupferles Bier, gell? Übrigens Bier. Erstmal Ping da draußen an alle und an euch beiden natürlich. Heute trinke ich auch mal ein kleines Gerstensaftgetränk. Lecker. Ein lecker Löschzwerg, Fruchtzwerg quasi. Ja, was habt ihr so erlebt die letzten? Haben wir letzte Woche ja mal ausfallen lassen müssen, gell? Da war das mit dem Internet. Genau, aber letzte Woche müssen wir genau. Aber was habt ihr jetzt die letzten zwei Wochen so erlebt? So generell? Oh, generell? Das ist eine gute Frage, generell. Generell viel arbeiten, viel gleichzeitig Langeweile, weil man ja nichts groß machen kann. Aber dann nochmal wiederum gleichzeitig, so viel neue Musik ist eingetroffen bei mir, brutal. Ich war in Shopping-Laune mal wieder und habe gefühlt 7 Monatsgehälter ausgegeben. Okay. Nee, ich höre gerade wieder sehr viel Musik, gerade auch sehr viele neue Sachen, unter anderem wegen unseren Reactions, unter anderem wegen unseren Reviews, die wir jetzt dann auch bei Amaz Metal kommt ja jetzt auch schon wieder eins. Da habe ich ja natürlich dann auch reingehört, aber da will ich jetzt nur anteasern, aber noch nichts weiter verraten natürlich. Ja, habe ich auch reingehört und ich fand es eigentlich, kann ich gleich sagen, gar nicht so schlecht für das, was es ist. Aber dazu kommen wir ja dann in Amaz Metal, die ja am Samstag um 24. wieder live ist. Deshalb habe ich eigentlich gar nicht so viel erlebt. Ich war tatsächlich mit Schneiden beschäftigt. Ich habe mir richtig viel Zeit lassen tatsächlich. Und ich war unter der Woche mal sturzbetrunken, gebe ich ehrlich zu. Unter der Woche, obwohl ich am nächsten Tag arbeiten musste und Homeoffice gehabt habe, aber das war ja dann wurscht. Da war ich dann so in meinem Siffi, du weißt schon, Homeoffice ist, wenn du immer leicht ein Sitzen hast und alles gemütlich vor sich hin wabert. Ja, das ist wie Festival. Ja, auf jeden Fall, ja, die eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass ich es auf Instagram oder irgendwo gepostet habe. Ich habe eine Platte gekauft. Ich habe eine LP gekauft und wir hatten das Thema ja schon. Dann kamen die ersten Fragen: Siffi, hast du es jetzt doch getan? Hast du dir einen Plattenspieler und eine Platte gekauft? Was da los? Es war die, wie heißt das Album? Ich weiß es jetzt gar nicht auswendig. Auf jeden Fall Ozzy Osbourne war es. Und das Album Back to the Moon?
Nee, da wo Mr. Crowley drauf ist und Crazy Train. Mir fällt das Name jetzt nicht ein, aber auf jeden Fall die habe ich gekauft. Denn ich habe sie verschenkt. Ich habe sie an meinem Vater geschenkt, der ist 60 geworden. Ah, okay. Und der da, Blizzard of Oz. Genau, der Blizzard of Oz war es, genau. Die habe ich eben geschenkt, die haben wir dann die ganze Zeit angehört und haben uns weggerichtet. Also das war aber, stopp, welchen schöneren Grund gibt es, wenn Vater und Sohn schöne Metalplatten hören und geschmeidig ein Bier trinken und dann werden sie halt 12 und dann ist alles gut. Und Schnaps also, und ist, Sekt, ist, war ein uralter Sekt, keine Ahnung, wo er den herzogen hat. Ja, aber welch schöneren Moment gibt es zwischen Vater und Sohn? War also da muss ich sagen, da geht mein Herz auf, als Vater auch. Und, verstehe ich schön. Das war ein bisschen traurig, sage ich jetzt mal, so generell, weil man darf ja nicht feiern und es war halt der 60er, also der runde 60er. Und dann haben wir gesagt, scheiß, oh, mir ist morgen wurscht, ich habe ein oder zwei Termine gehabt, dann bloß noch und ich war dann ehrlich gesagt auch bloß rumgeflackt den ganzen Tag, weil mir war so schlecht, aber so schlecht. Nichts mehr gewohnt. Ich habe mir dann abends habe ich mir noch was zum Essen gemacht, weil ich mir gedacht habe, oh, ich habe jetzt Hunger und koche mir und ich esse zurzeit immer recht gern Thunfisch und Bohnen und dann Reis. Das ist halt so ein Bampf und der lecker, für mich lecker. Auf jeden Fall habe ich mir den gemacht und habe den gegessen und dann war ich da gucken und denke, was schmeckt das kreislich. Im ersten Moment habe ich schon Angst gehabt, ich kriege Corona, weil schon keine Geschmacksnerven mehr. Aber nee, heute habe ich es probiert und es schmeckt noch. Also der Geschmack ist wieder da, ich kann auch schon wieder Bier riechen und trinken. Also es ist alles in Ordnung, ich bin gesund. Ach, sehr schön, sehr schön. Jetzt hat es halt mal wieder braucht, so ein schöner Rausch. So zwischendurch, dass man dann die anderen Geschmacksnerven mal wieder neutralisiert, so ein kleiner Reset-Knopf. Genau, habe ich auch gedacht. Ja, genau. Das langt jetzt aber auch wieder für Zeit. Ja, bis zum spätestens allernächsten Festival, weil da müssen wir ja dann wieder irgendwo mal. Ja, da sowieso. Mal deswegen trainiere ich ja jetzt immer schon sporadisch, immer wieder mal zwischendrin einen schönen Rausch. In der Hoffnung, dass ich dann nicht ganz so absack, wenn es so ist. In der Hoffnung, in der Gewissheit, dass wir das wieder miteinander erleben und dann bis dahin wieder fit sind, dass wir das dann auch am ersten Tag schon kaputt sind. Hobby-Alkoholiker ist ja auch Sport. Also man muss ja halt die Leber trainieren. In gewisser Weise. Yep. Oder zumindest den Kater irgendwie bei Laune halten, sag sagen wir mal so, immer. Man muss lernen, den Kater auszuhalten. So ist es gemeint. Ja, darum habe ich jetzt eine Katze und keinen Kater. Fang mal klein an. Ja. Ich heiße Katze, ich kriege keinen Kater. Nee, also ich habe mich tatsächlich noch nicht dazu durchgeringt, mir einen Plattenspieler zu kaufen. Tasten wieder erwischt. Sondern ich habe die Platte verschenkt. Aber das war ein cooler Anlass. Und habe ich irgendwas gekauft, muss ich gleich überlegen. Ja, ich habe die Surprise-Package-CDs gekauft für Mass Metal, aber das sieht man ja dann, was drin ist in Mass Metal. Das ist alles. Ansonsten habe ich gar nicht so viel Geld ausgegeben diesmal. Auch wenn 2 Wochen lang sind. Informationen gibt es eigentlich auch viel. Also es gibt viel News. Felix hat bestimmt einiges vorbereitet. Wir müssen auch unbedingt mal wieder schauen, dass wir so schnell wie möglich wieder aufnehmen. Also wir beide wieder Reaction-Reviews. Es ist nämlich einiges in der Pipeline. Ich habe extra auch nicht viel angeschaut tatsächlich, damit wir schön reacten können. Zeit gekostet mit deinen letzten Reviews, also ich war echt beschäftigt. Ich war teilweise ein bisschen, ups, was habt ihr denn da entlang gezogen? Und auf der anderen Seite, ups, was habt ihr da entlang gezogen? Bist also du nicht sogar, um gleich drauf aufzuspringen, nicht aufs The Circle auch so? Freudig in Erwartung gewesen. Darum sage ich ja. Also es war wirklich so ein Ups, was habt ihr denn da für ein okay, ist es auch mein Bier und auf der anderen Seite ja, gut, bin ich dann auf denen ihre Website gegangen und dann gleich ein paar Stunden dran geblieben und wie immer und angehört und gekauft und hätte gern noch mehr gekauft, T-Shirt, keine Ahnung, irgendwas, also ich hätte gern wirklich Geld ausgegeben. Habe gerade irgendwie, keine Ahnung, 11,99 für die CD ausgeben können, weil nicht mehr da ist bei dem ihren Shop. Aber ich habe sie noch nicht da und habe sie noch nicht durchhören können, aber ich freue mich da echt wie Schnitzel drauf, also das wirklich da ins Auto in die CD zu schmeißen, weil ich, wenn ich so Musik höre, dann am liebsten beim Auto fahren. Mhm. Und, ich habe es noch nicht da, aber also auf die Morgen kommt sie. Oh, okay. Morgen kommt sie.
Am 23. kommt sie offiziell raus, deswegen wird sie auch morgen für alle Vorbesteller da sein. Jetzt, wo du sagst, weiß ich es auch wieder, stimmt, die kommt ja erst morgen raus und ich warte schon die ganze Zeit drauf, aber wie gesagt, also das, ja, also da, und ich habe mir auch noch andere Sachen gekauft und hätte auch da auch gern mehr Geld ausgegeben, weil ich eine ganz neue Band für mich entdeckt habe, und zwar heißt die Kapelle, wir haben ja wieder was mit Winter, Silent Winter heißt die Band. Silent Winter gleich. Silent Winter, ja. Das ist ein griechische Power Metal Kombo. Und da habe ich auf einer, ich sage jetzt mal, sehr renommierten Metal-Plattform gelesen, so quasi nach dem Debütalbum, die neue CD und wie auch immer, habe mir da das Video angeschaut und habe gedacht, boah, geil. Habe dann ein wenig mehr recherchiert und geschaut. Und das stimmt ja nicht, was die da sagen auf dieser Metal-Plattform. Das war nämlich nicht die zweite Platte, sondern schon die dritte Platte. Bin auf denen ihre Webseite gegangen. Und da war ich erst einmal geflasht, was das für eine geile Website war. Also das okay. ist ja so, so toll gemacht und so übersichtlich und wie auch immer. Und bloß ein bisschen blöd, dass Griechen sind, weil das Merch aus Griechenland zu kaufen, kostet einfach viel Versandkosten. Ja. Ja. Und dann habe ich es halt dann so gemacht, dass ich mir dann von denen alles, was sie quasi jetzt bis jetzt als Platten rausgebracht haben, also 3 Alben und 2 Singles, möchte ich es mal nennen, haben sie da so ein Angebot gehabt, für 20 Euro kannst du es quasi als Download kaufen. Habe ich dann gemacht. Und gut, geil. Absolut geil. Also da die feiere ich zurzeit Silent Winter, wie gesagt, also total prima. Das ist jetzt so ein richtig schöner Power Metal zwischen Halloween, Edguy. Oh, einfach geil. Okay. Felix, schreibst du es auf für die nächsten Reviews auch, dass wir da auch mal reingucken hier? Ja, da ist schon so viel Arbeit. Schon gemacht, Sifi. Schon sehr gemacht. Sehr gut, sehr gut. Ich komme nämlich schon gar nicht mehr merken, was wir alles anschauen müssen. Hey. Aber wenn das Internet wieder geht, dann können wir durchbingen, was geht, dann können wir alles anschauen. Das ganze Internet schauen wir auch. Ah, das arme also, Internet. Gesagt, ich habe mir 2 Sachen gekauft und dann haben wir ja die letzte Review, wo du es gehabt hast, mit, das war mit D'Artagnan. Nein, das vorletzte, okay, D'Artagnan habe ich nicht so toll gefunden. Headgear? Headgear, genau, Headgear ist ja absolut geil. Also die habe ich ja schon seit eurer ersten Vorstellung quasi unterstützt, CD kauft, T-Shirt kauft und da freue ich mich echt auf die neue EP, weil ich finde die einfach geil, die Nordlichter. Die sind prima. Das sind. Die sind spitze Tag. Ja, also die finde ich total frisch und geil und habe ja das Video angeschaut und die natürlich gleich geliked und kommentiert und wie immer und auch gleich wieder eine Review und Metal Mentor, dich kennen wir doch. Also ja. echt cool. Ja, das die merken es dann schon langsam, wenn man immer wieder auf denen zugeht oder schaut, was sie so nice haben. Meistens, manchmal schreiben sie uns ja oder mir und sagen, hey, wir haben wieder was Nice, wollt ihr es wieder anschauen? Die freuen sich dann. Und wenn dann wieder von uns wieder Leute kommen, wie jetzt Metal Mentor ein Name ist, den man halt dann irgendwann schon mal gelesen hat, dann freuen sie sich natürlich auch. Irgendwie wachsen die Bands, die wir reviewen, die das auch aktiv unterstützen, also die das dann wieder teilen und selber in ihre Kommentare schauen und schreiben, dass die auch in unserer Community mit reinwachsen. Weil ich gehe immer davon aus, dass der ein oder andere dann vielleicht auch mal am Mass Metal anschaut und da live dabei bleibt oder auch im Podcast reinhört und. Weil es halt immer, wir bewegen uns ja in diesem Dark Siffler-Kosmos. Von dem her kennen ja die dann auch mit dazu irgendwie. Und vielleicht können wir die ja auch irgendwann einmal einladen zum Ultras-Treffen und da können wir es mal live performen. Das ist ja eigentlich das Ziel von dem Ganzen dann irgendwann. Und das ist geil, wenn man dann so Freundschaften hat mit den Bands, die wo man dann immer wieder mal sieht. Weil dann befasst man sich halt auch mit der Mucke und hat man nicht bloß einmal gesehen, sondern man schaut halt öfter mal wieder rein, was sie Neues haben. Das ist auch gut für uns zu sehen, wie sich die Band zum Beispiel auch weiterentwickelt. Oh. Genau. Da hast du absolut recht, Sifi. Ja. Und damit wir uns mal weiterentwickeln, gehen wir mal auf News ein. Schauen wir mal, was der Felix vorbereitet hat. Ich gebe ehrlich zu, ich habe eine News, bei der ich wahrscheinlich einigermaßen mitreden kann, weil ich das Thema einfach toll finde. Aber da kommen wir dann später drauf zu. Das ist das größte Thema, glaube ich. Ansonsten nehmen wir mal Themen von der Stange. Von der Stange. Dann lege ich mal los. Das große Thema, das machen wir ein bisschen später, aber es gibt noch ein paar Themen,
Abseits davon, ja, jetzt reden wir so in Rätseln, das ist so schön. unser guter alter Hausmeister. Kennt ihr ihn noch? Kapitol! Richtig. Kapitol! Da gab es jetzt wieder eine. Ja, da gab es auch jetzt eine News, weil. Schaffer Johnny. Richtig. Weil die Anklagepunkte, die gegen ihn erhoben wurden, da hatten wir es ja auch schon davon, da wären insgesamt so zwischen 10 und 20 Jahren Gefängnis dahinter. Aber es ist so, dass John Schäfer sich dazu bereit erklärt hat, mal abgesehen von dem Schuldbekenntnis. Er hat sich schuldig bekannt, ja. Ja, das hat er. Aber er hat auch gesagt, dass er unterstützend für die Ermittlungen ist, beziehungsweise für die Vorgänge zum Eindringen ins Kapitol und so weiter und so fort, dass er da den Behörden hilft. Aber und ist deswegen ein Deal mit den Behörden eingegangen, was ihm dann eine geringere Haftstrafe einbringt. Mhm. Und so wie es aussieht, was ich gelesen habe, wird er wahrscheinlich sogar in ein Zeugenschutzprogramm dazu aufgenommen. In Amerika wahrscheinlich besser so. Aber mal eine blöde Frage. Ist er denn, also gefühlt hören wir, weil wir ja in dieser Metal-Bubble uns bewegen, ja nur was, dass er verhaftet wurde und eingekastelt und jetzt so Ding. Wie viele Leute haben die da damals aufgenommen oder festgenommen, frage ich mich. Und also schon mehrere, also waren jetzt nicht nur er, weil er der Promi ist. Also, nee, also kommt mir das vor irgendwie. Ja, das Problem ist, glaube ich, wirklich, ist gerade auch in unserer Bubble, wie du es so schön sagst, dass wir da diesen Fokus eben gerade auf John Schäfer haben. Und war denn außerhalb vom Metal noch ein anderer Promi dabei? Also irgendwie. Also ich habe zumindest von keinem richtigen Promi was mitbekommen, tatsächlich. Ich deswegen. War keiner so hoch wie ihr. Das wird es gewesen sein. Wüsste ich da tatsächlich nichts. So, ich habe da jetzt auch nichts dazu irgendwie gelesen. Instagram-Fame-Star-Mädchen da dazwischen gestanden ist, aber die keiner kannt hat, weil es so unbekannt ist. So. Bloß er ist fotografiert worden. Oder mummt. Ja, das ist ja so. Wahrscheinlich ist es so. Also es gibt ja in Amerika sehr viele Leute, die über Social Media groß geworden sind, aber er ist halt ein Rockstar, gell? Ein Rockstar, den kennt man halt irgendwie. Tja, aber ja, gefühlt ist er der wichtigste Mensch von dem ganzen Kapitol. Also von dem, was ich da auch insgesamt mitbekomme, jetzt gerade auch im Nachhinein, höre ich eigentlich nur John Schäfer, John Schäfer, John Schäfer. Und das war's. Ja. Gute alte Schaffer, der Schaffer John. Der Schaffer John, der Hausmeister vom Kapitol. Und er, wo am richtig. Wenigsten dafür kann, weißt? Haben sie ihn wieder erwischt, wie er Psufa aus der Putzkammer rauskommt und war zu viel. So viel Leute da, was macht ihr da? Der kann gar nichts dafür, das war. Sein Mittagsschlaf macht im Putzkammer, wie er es jeden Tag macht, kommt raus, richtig. Zack, verhaftet. Sowas. Richtig, wir sagen es ja, der wollte die eigentlich nur rausschmeißen. Ne? Was man richtig so ordentlicher Hausmeister auch macht, ne? So. Ja. Ja, das war die News vom lieben, guten Herrn Iced Earth. Jetzt ist natürlich die Frage, was muss man da jetzt noch aufklären? Man hat doch gesehen, wer da alles reingelaufen ist. In Amerika hängen doch überall alle 2 Zentimeter Kameras. Normalerweise müssen die jeden. Noch dazu haben doch so viel bessere Überwachung. Ja, aber einige Vermummte sind da sicherlich auch rumgerannt, beziehungsweise wie das Ganze organisiert wurde. Was da dahinter steckt, ich glaube, da sind schon Interna dabei, die gerade dann auch Geheimdienste beziehungsweise die Behörden doch interessieren mit Zusammenhängen und wer dann schlussendlich so Urheber des Ganzen ist. Ich glaube, da geht dann in die Richtung, könnte relativ viel gehen. QAnon, weiß man doch, wer das war? Ja. Hab ich jetzt auch gedacht? Sollen wir euch ja nicht mehr helfen? Also, vielleicht können wir da ein bisschen unterstützen. So, also sind die QAnon-Leute? Hallo? Ja, ich glaube, das hat den einfachen Hintergrund, wie der Felix schon festgestellt hat. Man braucht da irgendwo eine mehr oder weniger prominente Person, die da vorne dort steht und man zeigt ja auch dann, die arbeitet mit den Behörden zusammen und es hat alles einen offiziellen Deal und es wird alles dafür getan, das aufzuklären. Letztendlich, was dabei rauskommt, soll uns ja wurscht sein, kann uns ja wurscht sein,
Aber ja, das, glaube ich, ist alles so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, Theater ist jetzt das falsche Wort, aber so ein bisschen. Ja gut, in Amerika ist ja alles Show, kann man auch schon sagen. Show, glaub, genau. Show. Aber letztendlich wird dann irgendeiner verknackt und wie immer, der kriegt jetzt dann 30 Jahre und ja, nach 30 Tagen oder so kommt er dann raus oder ins Zeugenschutzprogramm und wie immer. Und alles. Dann macht er eine neue Band auf und heißt dann Jim Schuffer und spielt bei Hot Earth. Der neue am Heavy Metal Himmel. Hot ja, aber ja, der arme Kerl eigentlich. Ah, herrlich. Ja. Ja, der war halt zum falschen Uhrzeit am falschen Ort. Ja, ja, aber es ist Wahnsinn, wie lange das uns das jetzt schon begleitet, gell? Hier. Mhm. Schon sehr lang, das stimmt. Ach ja. Ja, warten wir mal ab. Dann hüpfe ich mal weiter. Zum... Genau, jump weiter. Richtig, dann hüpfen wir mal weiter. Ich würde sagen, dann mache ich mal kurz die Riege durch an Bekanntmachung oder so News von Bands, die gesagt haben, oh, jetzt kommt bald was oder Aufnahmen sind abgeschlossen oder dieses Jahr wird noch was kommen. Und wie wir es ja immer haben, die genauen Daten, Dates and Releases, wie es ja so schön heißt bei Amaz Metal, das kommt dann eben bei Amaz Metal. Richtig. Jedes Format aber hat seinen Inhalt. So schaut es aus. Nee, wer da gesagt hat, dass sie an neuer Musik arbeiten, beziehungsweise an neuem Album arbeiten, sind unter anderem Skid Row. Die haben auch einen neuen Vertrag unterschrieben bei Ear Music. Dann habe ich Megadeth. Die sind scheinbar kurz davor, ihr Album fertigzustellen. Ich bin mal gespannt, wann es dann genau rauskommen wird, weil das ist eine Platte, die ich schon sehr stark erwarte dieses Jahr. Dann, es geht weiter, Suidakra mit Wolfbite heißt das Album. Das soll im Juni erscheinen. Und Suidakra, auch eine geile Band, wie ich finde. Und da ist auch schon das Cover veröffentlicht worden. Das Album wird 9 Songs umfassen. Es ist sogar das 14. Album mittlerweile von der Band. Also auch ordentlich was. Grave Digger arbeiten an einem neuen Album. Und ich meine, die haben ja vor nicht allzu langer Zeit schon eins rausgebracht. Das ist gar nicht so lange her. Ist entweder kurz vor Corona oder gerade am Anfang von Corona. Eins von denen, genau. Bin mir nicht ganz sicher. Ja. Dann Fear Factory haben wir noch. Die bringen im Juni ihr Album raus. Da ist jetzt auch Album, Artwork und so weiter veröffentlicht. Die ersten Lieder oder das erste Lied ist, glaube ich, nur eins. Das habe ich mir auf YouTube angeschaut und habe mir gedacht, ui. So gut gleich. Das war also es ist halt wirklich dieses modern groovige Metal. Es ist schon, ja, so, ich würde fast sagen, ein bisschen in die Sepultura-Richtung, ein bisschen in die Soulfly-Richtung. Wir reden ja, jetzt von Fear Factory. Ja, Fear Factory. Ui. Es ist so. Das ist es hat schon den Groove und es ist sehr tief und alles. Ah, ich finde es, hat mich auch ein bisschen an Ektomorph mal wieder erinnert, was ja auch in die Richtung geht. Also ich kenne von den Kerlen eigentlich schon das ein oder andere richtig geile Lied, aber das, wie gesagt, das, was ich schlag mich so vorgestern auf YouTube angeschaut habe, das war ganz frisch, haben wir gedacht, okay, das ist so richtig Brett vor Hirn und nicht ja, das absolut. Meine halt, also nicht das meine, aber eigentlich habe ich die eigentlich, ja, schauen wir mal, wie die Platte wird. Ich meine, es ist dann immer so eine Sache, richtig. Das sind immer so Ausschnitte, die hast man recht. Dann, ja, richtig. Mal gucken. Und da hat es jetzt auch richtig lang gedauert mit dem Album. Ich glaube, 6 Jahre seit dem letzten. Und die sind ja auch immer noch auf der Suche dann nach einem neuen Sänger. Und da haben sie jetzt ein paar, die in Frage kommen. Und da wird es wahrscheinlich auch bald die News geben, wer der neue Sänger von ihnen wird. Ich hoffe, ich verwechsel das Fear Factory nicht mit irgendjemandem. Aber das könnten aber ja die Leute dann... Wir wollen ein neues Album aufnehmen und wissen aber nicht einmal, was, wer der neue Sänger ist. Da haben sie dann einen Zwischenmann. Also wir können miteinander ein Album aufnehmen. Also klar, du kannst auch, also Frontman, Fear Factory, kannst du machen, wenn du willst. Aber halt nur für das eine Album. Das ist schon irgendwie ach, doof. Ja, herrlich. Naja. Yep. Nee, was habe ich noch bei den Neuveröffentlichungssachen? Krypta, die ehemaligen Nervosa-Sängerin und Bassistin und ich glaube Schlagzeugerin, wenn ich mich gerade nicht täusche. Da ist das neue Lied rausgekommen und bei denen wird auch das neue Album herauskommen. Ich meine auch im Juni. Das ist sehr geil, das habe ich auch neue gesehen. Band. Okay.
Und die neue Band um die Britta von Ex-Cripper mittlerweile bei, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Critical Mass. Genau. Und die hat sich ja mit den Jungs von ehemals Dawn of Disease zusammengetan. Da ist auch das erste Lied raus. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ich habe auch nicht reingehört, tatsächlich. Wir dürfen nichts mehr anhören, seit wir die Reviews machen. Wir verpassen so viel, weil wir nicht mehr auf dem Schirm haben, was wir noch alles anschauen müssen. Ja, es ist wirklich so, also wie Felix das jetzt gerade so runtergeleiert hat, also ich habe wirklich gerade den Eindruck, also die letzten zwei Wochen, wo wir jetzt keinen Podcast gemacht haben, dass gerade die letzten zwei Wochen Holler die Waldfeld das Zeug rausgeschlagen worden ist und wirklich ganz prima tolle Sachen. Also entweder haben sie das wirklich jetzt aufgespannt für den Frühling, ich weiß es nicht, aber die letzten zwei Wochen vergeht fast kein Tag, wo ich sage, boah, prima, also was da jetzt, gerade wieder neu rausgekommen ist und so, geil. Und was dann in späterer Zukunft dann noch an Scheiben kommen. Also da muss ich echt sagen, man darf echt gespannt sein auf den Sommer. Ja, absolut. Und einen letzten Punkt habe ich noch auf dieser Liste sozusagen, nämlich Lordi wollen im Oktober auch Alben veröffentlichen, nicht nur eins. Alben. Sie haben mittlerweile so viel Material, dass sie insgesamt 7 Platten rausbringen wollen. What? Aber okay. nicht alle gleichzeitig, oder wie? Sie haben angekündigt, dass 4 Alben gleichzeitig veröffentlicht werden sollen. Also gut, und sagen wir mal so, es ist ja unique. What? Ich sage mal so, das hat noch keine Band gemacht. Es wäre was Neues, wenn einer jetzt auf einmal 4 Alben gleichzeitig oder gleich so ein Viererpack und keine Ahnung was, so einfach mal die nächsten 10 Jahre fahren wir Konzerte mit den 4 Alben, die wir jetzt rausbringen, aber das ist schon mächtig. Also das anzukündigen ist schon krass. Dann müssen sie es aber auch abliefern. Aber da befürchte ich fast, ob da auch dann Quantität, richtig, Qualität ist, also das befürchte ich auch. Ja, ich sag gerade bei Lordi, die letzten 2, 3, 4 Platten, okay, es war ein schöner Hardrock, aber mehr auch nicht. Ich habe das Gefühl, die wollen jetzt, die haben jetzt einfach Zeit gehabt und haben miteinander Lieder geschrieben vielleicht. Aber das Problem ist ja, während zwischen den anderen Alben vorher schon, heißt ja nicht, dass die da nicht genauso viel Zeit gehabt haben. Die hätten ja, wie lange ist jetzt Corona? Über ein Jahr jetzt. In der Zeit haben sie jetzt gutes Zeit. Jahr. 12 Jahre, wie lange war das? Ist schon 12 oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall in der Zeit, das ist eine Zeitspanne, wo normalerweise andere Bands auch ein Album schreiben. Warum muss man jetzt plötzlich 4 rausbringen? Also schon hart. Ich muss ein Ticken was dazu, muss ich aufklären, und ich lese mal kurz das Statement von Lordi selber vor. Jo. April Fools, also April-Scherz. Ach komm. Arsch. Aber Moment. Unfair, 22. Ja, ich übersetze es mal jetzt frei und lese es nicht auf Englisch vor. Natürlich werden nicht 4 Alben gleichzeitig dieses Jahr released. Das wäre verrückt. Aber es ist nicht verrückt genug für Lordi. Die Realität ist tatsächlich, dass sie 7 neue Studioalben später dieses Jahr herausbringen werden. Also das mit den 7 scheint tatsächlich zu stimmen. Ja gut, ja, selbst wenn sie jeden gleichzeitig Monat an einem Tag nicht, aber trotzdem, 7 ist schon Banane genug. Da bin ich gespannt, aber du, wann willst du es denn rausbringen? Du musst ja dann, wenn du jetzt anfängst, schaffst du es nur jeden Monat. Ja, das ist die Frage, ob sie das im Wochentakt oder sonst wie machen wollen, ich weiß es nicht. Ja, aber ich finde es lustig, dass sie aus einem April-Scherz dann wiederum so eine Meldung machen. Ja. Es ist schon wieder. Ja, sie müssen es erstmal umsetzen. Vielleicht erwarten sie auch, dass in einem halben Jahr keiner mehr dran denkt und dann plötzlich kommt ein Album und dann sagen alle, ja, wo sind die anderen 3 oder die anderen 6? Es ist ja, es erwartet ja in dem Moment dann auch keiner so, bringt es halt noch raus oder so, sondern wenn da ein Album da ist, dann sind doch die Lordi-Fans auch erstmal zufriedengestellt. Dann sagt der keiner, ja, jetzt bringen die anderen 6 auch noch raus, hopp, jetzt. Und wenn das eine dann noch richtig geil das ist, stimmt, dann aber abwarten. Richtig, da warten wir einfach mal ab. Ich springe jetzt mal lieber dann zu News, die insgesamt, wo man ein bisschen gut drüber reden kann.
Und wir haben ja immer mal wieder solche Themen, wo es um gewisse Schweineigeleien geht, die alles andere als toll sind. Und deswegen hüpfe ich gerade, was das angeht, mal jetzt zu einer News, die alles andere als nämlich ein Ex-Sabaton-Gitarrist. Ja, hat's wieder erwischt. Yep. Hat wieder einer seine Finger nicht bei sich halten können. Richtig, der hat sich oder ist verurteilt worden, dass er sich an der Tochter seiner Freundin vergangen haben soll. Ja. Und ja. Wir hatten es ja schon mal beim Carl Logan von Manowar, wo es uns genau dieses Thema ging. Und ja, einfach nur verachtungsvoll und so eine Geschichte. Einfach ein Gesellschaft. Was denken sich diese Leute? Durch jede Gesellschaft durchzieht, ob das jetzt ein Mettler ist, ob das Banker ist, ob das keine Ahnung irgendwas ist, und das ist immer irgendwas, wo ich euch Speidner schon geschrieben habe, so quasi, wann hört es endlich irgendwann auf, dass so Menschen nur irgendwo existieren. Ja. Es ist einfach irr. Also es ist halt auch, irgendwie sind die Strafen halt auch nicht abschreckend genug. Also keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, aber eigentlich sollte man ja auch nicht die Strafen hart genug machen, dass man sie macht, sondern man soll es halt einfach nicht machen. Das macht man halt einfach nicht. Und ja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was da in solchen Menschen vorgeht. Im Format ist es ein bisschen müßig, drüber zu reden, weil, keine Ahnung, weil es immer irgendwo drüber geredet worden ist, aber Richtig. Ich sage mal, gerade bei uns im Metal, wo wir eigentlich alle Freunde sind und eigentlich damit leben, den anderen das zu gönnen, was er gern will, solange kein anderen irgendwo was auer macht, dann ist doch alles gut. Ich finde es halt immer scheiße, dass wenn sowas hochkommt. Die Menschen dann, die dann im Fokus stehen der Öffentlichkeit, da eben irgendein Bandmitglied oder was. Warum genau solche Menschen? Also das ist dann irgendwie... Ja, ich verstehe auch nicht. Ja. Was ich halt auch scheiße finde, ist einfach, dass das wieder einen kompletten Schatten über sein Schaffen wirft. Jetzt ist das ja wieder die Diskussion, kann man Kunst, also kann man das jetzt noch hören? Dann muss jetzt ich nachschauen, welche Lieder hat der bei Sabaton mitgespielt, damit ich das, dass ich genau die Lieder nicht mehr her. Weil der ist ja jetzt nicht, der ist ja schon länger nicht mehr dabei, der war ja dann bei, wie heißen die anderen? Diese andere Kriegsband, irgendwas mit War, oder? Ist der nicht in dieser... Civil War. Genau, das sind ja mehrere Ex-Sabaton-Menschen gewesen. Und die ist ja jetzt... Also gut, die habe ich vorher auch schon nicht gehört. Aber trotzdem. Ist jetzt die Frage, darf man es noch hören? Darf man es nicht? Ja, eigentlich... Das muss wiederum jeder selbst mit sich ausmachen. Auf jeden Fall, diese Tat ist genau schon wie bei allen anderen definitiv gnadenlos zu verurteilen. Ja. Und es ist wieder schade, wenn man dann liest, was das für ein Strafmaß gegeben hat. Und es waren halt in dem Fall 9 Monate Gefängnis und eine Geldstrafe von ungefähr 5.500 Euro umgerechnet. Für das Leben kaputt gemacht. Kein Kommentar. Dazu müssen wir einfach nichts mehr sagen, glaube ich. Das ist einfach blöd. Und ja, ich würde sagen, dann springen wir auch lieber von so einer Nachricht, deswegen habe ich sie mal zwischendrin gebracht, lieber zu schöneren Sachen. Oder was meint ihr? Ja, nun. Ja, rosa-rote Brille möchte ich jetzt haben. Rosa-rote Brille willst du haben? Wir alle kennen ja den guten alten Herrn Jagger, Mick Jagger von Rolling Stones. Und der gute Herr hat ein Lied rausgebracht. Ja, also wenn man das Video von Easy Sleazy anhört, das ist ein neues Lied, was er rausgebracht hat, er selbst. Also so viel zugenommen hat er nicht, würde ich jetzt sagen. Aber das Geile ist, mit wem er zusammengearbeitet hat, nämlich an Schlagzeug, Bass und Gitarre, ist Dave Grohl. Oh, cool. Dem hat er zusammengearbeitet. Ist ein cooles Lied, in das habe ich tatsächlich auch schon reingehört. Hat natürlich diese Rolling Stones Vibes und das Video ist cool, macht Spaß anzuschauen. Dementsprechend, wer möchte anschauen, das ist auf jeden Fall was Spaß macht, würde ich behaupten, mir hat es zumindest Spaß gemacht. Also quasi dein Video der Woche. Kann man fast so sagen. Ja. Wenn ich dran denke, dann poste ich es im Chat. Felix, du wirst lachen oder die Menschen da draußen, das mit dem Thema, dass der Mick Jagger zugenommen hat, das habe ich tatsächlich in meiner Lokalzeitung gelesen. Da war ein Bericht drin, da ist ja dann immer Kultur und Kunst. Und da war eben auch gerade dieses Thema, dass er eben da ein neues Video gemacht hat und rausgebracht hat, wie er immer. Und es wurde gemutmaßt, dass er zugenommen hat.
wahrscheinlich nur 2 Kilo oder 2 Pfund, ich weiß nicht, was genau entstanden ist, aber so quasi dem alten Herrn geht es noch gut, er hat ein bisschen zugenommen, kann wieder Musik machen und Video machen und er ist noch da. Und das war in meiner Heimatzeitung gestanden. Und das nicht schlecht. Ja, da schau, guck. Der alte Mann hat wieder zugenommen, so. Jetzt hat er wieder Kraft, der Bub, jetzt kann er wieder spielen. Richtig. Jo. Ach ja. Ja, da sitzt halt irgendjemand in der Redaktion, der gesagt hat, ach komm, das ist es jetzt wert. Da können wir jetzt schon was drüber schreiben. nicht schlecht. Absolut, absolut. Ach ja, herrlich. Nee, das ist eine schöne Nachricht definitiv gewesen. Und ich weiß nicht, ob ihr die Band kennt, die jetzt als nächstes von mir hier auf dem Zettel steht, sozusagen Mudvayne. Ja, habe ich gelesen, nach 13 Jahren oder was fangen sie wieder richtig, an? Richtig, Wiedervereinigung. Ich glaube ab September. Ja, soll es mir was merken. Richtig. Und es ist total lustig, weil also Mudvayne, für die Leute, die Mudvayne nicht kennen, oder die Metaller, die Mudvayne vom Namen her nicht kennen, viele kennen das Video, weil das Video aufs Lächerlich gezogen wurde oder andere Stimmen drüber gelegt wurden und was weiß ich nicht alles, wo die ganz komisch geschminkt sind im tatsächlichen Video. Gigantisch. Das Lied, das ich meine, heißt ist von Mudvayne und heißt Dig, also Graben, D-I-G. Ist sehr lustig anzuhören, vor allem wenn man dann die für Apple-Videos dazu anschaut oder wenn man die kennt. Richtig lustig. Also den Namen, den habe ich schon immer irgendwie, also man habe ich schon mal gehört, aber ich habe mit der Band auch nie was anfangen können, keine Ahnung. Also auch, ich wüsste jetzt auch gar kein Lied von denen. Ich kenne auch bloß dieses eine. Ja, gut dann. Also mir sagt das jetzt gar nichts. Nee, aber nach 13 Jahren fangen die wieder an. Ist doch auch mal schön. Welche Band würdet ihr euch wünschen, die es noch gibt, die noch lebt, die aufgehört hat, die wieder anfangen soll. Also die aufgehört hat und wieder anfangen soll. Also wo nicht ganz aufgehört hat, aber wo ich mich freue und was ja gerade in Arbeit ist, dass Halloween wieder was rausbringt. Da freue ich mich wie ein Schweinhardi. Also das ist richtig. Was, die haben ja nie ganz aufgehört, aber es war zwischendrin, es war einfach nicht mehr Halloween. Aber jetzt mit dem neuen Video muss man sagen, das ist Halloween und das wird wieder Halloween und das ist was, wo ich sagen, da freue ich mich. Ansonsten nee, die Kombo mit den 3 Sängern ist einfach geil, muss man sagen. Das ist Halloween. Damit bin ich groß geworden und freue mich einfach. Aber sowas war aufgehört. Ja, das sind jetzt so Sachen, wo die Menschen dann immer so richtig so am Leben sind oder so irgendwo in einer anderen Sphäre sind. Eben so Sachen wie Sabaton. Mhm. Sowas fehlt einfach irgendwie und ja, aber ansonsten. Bei mir wäre es vielleicht noch sowas wie Led Zeppelin. Die haben ja eigentlich aufgehört, aber wenn die jetzt nochmal auf Tour gehen würden, ich würde es feiern ohne Ende, weil ich die einfach bis heute sensationell finde. Aber die Herren sind ja auch mittlerweile sehr betagt, muss man ja auch dazu sagen. Sowas wäre das. Aber ansonsten, schwer. Schwer. Also da muss ich dann wieder ganz kurz einhaken. Ja. Dann bin ich eher derjenige Typ, der sagt, es gibt mittlerweile so gute junge Bands und Projekte auch, die nach solchen Sachen, also so, die schon mal gewesen sind, also mittlerweile wieder klingen. Das ist jetzt nicht unbedingt, ich unterstelle den jungen Menschen jetzt nicht einmal unbedingt, dass die das mit Absicht machen, sondern weil einfach immer, es kommt immer so Sachen immer wieder. Also ich habe eine Band entdeckt, hört sich an wie der Helford als jung. Also wenn du hörst, der meint, Judas Priest, ich muss meine Zettel nachschauen, wie die Kapelle heißt, aber absolut geil. Auch ein Debütalbum, habe ich mir auch angehört wegen dem Cover. Und man dachte, geiles Cover, was ist das für eine Kapelle? Prima. Also wir werden später noch drüber reden. Oder eben auch Silent Winter, wo ich vorhin schon gesagt habe, ja. Eine Mischung zwischen Ed Guy, Halloween, wie immer. So Sachen, die es schon Es hat schon immer gegeben, also es kann keiner das Rad neu erfinden. Mhm. Das geht auch im Metal nicht. Jedoch kann man auch die jungen Bands und die jungen Kapellen sagen, die machen so gute Musik und vom Gefühl her, die hängen so viel Arbeit rein, so viel Geist rein, so viel Blut rein. Und warum sollte man nicht denen wieder die Chance geben? Man sagt immer, die ganz Alten, die haben ihre Chance gehabt, die haben ihre Arbeit gemacht und es war prima und jeder hat seine Gaudi damit gehabt. Lass die Jungen ran und die können das auch ganz prima und ganz super. So bin ich mittlerweile.
Stimmt. Mhm. Oh. Ja, da muss ich direkt an die Band Monolith denken. Der Sänger hört sich an wie Ozzy. Das ist brutal. Okay. Es ist echt brutal. Zwar, Matt Sabbath, muss ich immer sagen, Matt Sabbath. Matt Sabbath. Die beste Coverband, die es gibt auf der Welt, ist eine Black Sabbath Coverband und der Sänger bewegt sich auf der Bühne wie der Ozzy. Ohne Scheiß. Das ist so geil anzuschauen und er schaut auch fast so aus. Geil. Echt cool. Nee, ja, ich habe gar keine Band. Nemic würde mir da einfallen. Das ist eine Metalcore-Band gewesen, damals, wie wir gespielt haben. Haben wir die mal live angeschaut im Paradox in Ingolstadt vor 20 Leuten. Und die Band, glaube ich, gibt es nicht mehr, wo ich sagen würde, ja, wäre cool, wenn da mal wieder was kommen wird. Aber ansonsten fällt mir jetzt so spontan auch nichts ein. Das Problem ist, bei den Bands, die ich gerne wieder haben wollte, da ist halt einer der Mitglieder oder wichtigen Mitglieder gestorben und deswegen gibt es die Band nicht mehr. Ja. Und da denke ich sofort an Windir oder Children of Bodom, was ja vor kurzem passiert ist. Jo. Solche Dinge, aber das sind Sachen, die man ja jetzt nicht, das war ja nicht gefragt. Ja. Genau. Wollen wir dann den Elefanten in den Raum lassen? Ja, hol mal den Elefanten rein. Den Elefanten aufs Festivalgelände, bitte. Jawohl. Einmal reinkarren. Es geht um, Summer Breeze hat was veröffentlicht. Und zwar eine große Meldung. Ging durch so ziemlich alle Metal-Medien, dass Summer Breeze versucht 2021 mit einem Konzept, das sie veröffentlicht haben, für jeden zugänglich und frei zur Verfügung, es zu benutzen und zu teilen. Sie versuchen es dieses Jahr noch stattzufinden. Ja. Ein Konzept, welches ausgearbeitet wurde in Zusammenarbeit mit Uni, mit Doktoranden, mit schieß mich tot, Leuten aus der Veranstaltungsbranche, mit Behörden, genau, mit allem drum und dran. Also da haben wirklich viele dran gearbeitet und das nicht nur über ein Wochenende lang, sondern anscheinend jetzt halt bis jetzt, bis es abgesegnet worden ist und das seit Anfang an Corona. Also wir reden hier von einem Manuskript, das 64 Seiten hat. Im Original 105, weil das ist die Kurzform, muss man dazu sagen. Okay, dann habe ich noch weniger gelesen, als ich sollte. Ich bin bis Seite 30 gekommen oder so und dann verließ mich die Zeit leider. Aber das, was ich da rausgezogen habe, ist schon sehr wichtig. Das will ich auch hier erwähnen. Denn was steht da drin, außer Maske aufziehen, impfen lassen und an jeder Ecke sozusagen fast schon Tests zu machen gegen Corona? Da steht noch viel, viel mehr drin. Und ja, ich hab den Post gesehen auf Facebook und überall anders haben sie es ja gepostet und ich habe es auch geteilt und habe da mir darunter natürlich dann gleich instant die Kommentare angelesen, weil ich Selbstpeinigung liebe, dass Leute halt gleich, ohne dass sie es wahrscheinlich gelesen haben oder ohne dass sie eigentlich den tiefen Sinn von dem Ding verstanden haben, drunter kommentiert haben, ja, ihr könnt doch das eh nicht bestimmen, ob ihr stattfindet oder nicht. Aber das ist ja nicht der Kontext. Das ist nicht der Konsens von dem Ding, was da drin steht. Es ist scheißegal, ob die dieses Jahr stattfinden oder nicht. Natürlich ist es nicht scheißegal, weil wir wollten alles, aber wir wissen, dass der Staat am Schluss entscheidet, ob es stattfindet oder nicht. Aber das ist ein Manuskript, das ausgearbeitet wurde und ein Konzept, das wahrscheinlich Hand und Fuß hat, also mehr Hand und Fuß als ein, ich sage mal, Konzept, das irgendwo aufgestellt wird, wie immer, und da muss ich ganz kurz einklinken, Sifi, das tut mir dann eigentlich fast immer in der Seele weh, wenn dann solche Menschen so eine Arbeit reinstecken und solche ja, wirklich sich Arbeit machen, wie du jetzt sagst, über Jahr und so weiter, und dann wird das dann kurz gepostet, so quasi, wir haben jetzt uns Arbeit gemacht und schaut euch das einmal kurz an, weil es ist ja bloß eine so Kurzversion, mehr oder weniger, ja. Und dann wird es dann gleich im Vorfeld so zerrissen. Ich denke mal, die Menschen haben das nicht einmal angeschaut. Nein, keiner von denen hat es gelesen. Oder wie gesagt, dann halt bloß überflogen, dann bloß gesehen, oh, da ist Statistik drin, was will ich damit, interessiert mich nicht. Ja. Weil es ist so detailliert geschrieben. Das ist wahrscheinlich die offenste Kommunikation, die es von einem Veranstalter zur Community
jemals im Leben gegeben hat. Da stehen auch Zahlen, Daten drin, wo man ja, sagt, hey, mal, Wahnsinn. Zweitens einmal haben sie die auch wirklich Arbeit gemacht und wenn man das, wie gesagt, ich habe es mir auch nicht detailliert durchgelesen, aber das, was ich gelesen habe, das ist ausgearbeitet. Also ich denke mir wirklich, dass da, wenn da irgendwo in der Politik im Bundestag irgendein kleiner Metal-Fan ist, der vielleicht auch auf Summerblitz gehen möchte oder das sich dafür interessiert und das sich durchlesen würde und dann sagen würde so, hier, keine Ahnung, oder Frau sowieso, da gibt es ein Konzept, da kann man sowas vielleicht ähnlich gestalten, andere Objekte, die vielleicht nicht mit 20.000 Menschen oder 40.000 Menschen, sondern vielleicht mit 300 oder 400, das könnte man vielleicht umsetzen. Und das ist, denke ich mir, was das Traurige ist, dass dann sowas einfach nicht beachtet wird. Einfach nicht beachtet wird. Und das, ist ja allgemein aktuell das Traurige, wie ich finde, dass viele Sachen, die eben von Leuten, die Ahnung haben, egal ob das jetzt allgemein bei Corona ist, von irgendwelchen Virologen, Unis, Forschungszentren oder was weiß ich, die Wissenschaft wird immer irgendwie runtergeredet oder nicht beachtet. Und ich habe Angst, dass das hier genauso ist. Da sind Leute dahinter. Erstens, es sind die Mitarbeiter vom Summer Breeze. Zweitens, es sind andere Event-Veranstalter, Leute aus dem Rechtsbereich, die auch wissen, was sie da reden. Und man muss halt auch sagen, wenn etwas wissenschaftlich bearbeitet wird, dann stecken natürlich auch Unis dahinter, das hat der Sifi ja schon gesagt, und das ist in dem Fall Uni Trier, Fachhochschule Aalen, die Universität der Bundeswehr und vom Deutschen Roten Kreuz oder gerade vom Bayerischen Roten Kreuz sind natürlich auch Infos geflossen, beziehungsweise die Tipps gekommen und wurde sich zusammengesetzt. Also das sind nicht einfach Leute, die sich so ein bisschen Gedanken gemacht haben, sondern das sind Leute, die Ahnung haben und zwar von ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und das muss man sich halt auf der Zunge zergehen lassen. So ein Konzept, also die Kurzversion, die jetzt aktuell oder diese Kurzform, wie sie es so schön heißt, die 64 Seiten hat übrigens an unsere Zuhörer, die das nicht wissen. 64 Seiten mal einfach so frohfröhlich durchlesen, das sollte man mal mit Sinn und Verstand durchlesen. Ich kenne solche Geschichten ausgiebig, weil ich selber habe ja auch studiert und das ganze Gedöns und Fachartikel lesen und Projektarbeiten lesen, Prozessverbesserungen und was da alles drin steht. Qualitätsmanagement ist da ganz, ganz viel drin. Das ist richtig geil gemacht. Da sind viele Infos drin. Mich würde das 105-seitige Konzept, das ganze Konzept tatsächlich noch ein bisschen mehr interessieren. Da habe ich jetzt auch tatsächlich noch nicht genau geschaut, ob es das auch so frei verfügbar gibt. Aber es ist echt so Step-by-Step gut geschrieben. Und auch die Methoden, die sie angewandt haben, richtig gut. Und es ist in sich ein sehr, sehr logisches Dokument, wie ich finde. Und ich finde, das sollte jeder einfach mal, man muss es ja nicht am Stück durchlesen, sagen wir Kapitel für Kapitel so für sich mal durchlesen. Denn das Ganze, das hat ja nicht nur, das ist ja nicht, wie gesagt, nicht nur, hey, wir sind Summer Breeze, wir wollen arbeiten, hier habt unser Konzept, so können wir das machen. Richtig. Sondern dieses Manuskript, das, was da ausgearbeitet worden ist, ist für jeden Veranstalter zukünftig vielleicht der Weg wieder zurück in die Normalität. Das ist, du legst es dahin als Veranstalter, der 10 Leute da hat, vielleicht sogar Gartenpartys könnte man da abbilden, so im ganz Kleinen gedacht, dass man sagt, ja, es gibt dieses, wir nennen es jetzt mal das Summer Breeze Konzept einfach nochmal, es gibt dieses Konzept und das ist, kann man für alles anwenden, für Privatgeburtstage, für was weiß ich immer, denn das ist so krass detailliert geschrieben und das, was mich am meisten geflasht ist, hat, im Vorfeld war ja diese Befragung, wo wir ja auch mitgemacht haben. Und das war ja zur statistischen Erhebung von dem, was dann eigentlich auch in das Konzept übernommen worden ist. Also wie alt sind unsere Zuschauer, aus welcher Bildungsschicht kommen unsere Zuschauer, haben die da aufgeschlüsselt, in Prozent, so gut es halt ging bei einer Online-Umfrage, wo 80% Jugendliche mitmachen, weil viele ältere Herren, wie sage ich das jetzt, ohne auf den Sack zu kriegen, das Internet nicht so benutzen, sage ich jetzt einfach mal. Nicht so internetaffin sind. Ich versuche wieder zurückzukommen, die Statistik und was es alles kostet, was für Firmen im Hintergrund hängen, das ist alles aufgeschlüsselt. Also wer mal wissen will, wie Summer Breeze gemacht wird, der kann das nachlesen, da ist alles drin.
Wenn du 1:1 das Summer Breeze kopieren willst, dann kannst du das mit diesem Text machen, weil du sagst, du weißt jetzt, du brauchst 70 Firmen, du brauchst so viele Leute, die für dich arbeiten, dann so viel im Catering und. Also wirklich alles detailliert. Und genau, dann die haben Zahlen da erhoben, gigantisch. Genau. Auch gerade die Online-Umfrage, um das kurz zu sagen, das waren ungefähr 4.800 Rückmeldungen. Ja. Gigantisch. Für eine Umfrage, geil. Genau, und da geht es ja nicht nur darum, hey, das brauchen wir als Summer Breeze und das wollen wir machen, sondern man muss ja das einfach mal wieder weiterdenken. Das ist ja alles regional teilweise und wie, da ging es eigentlich mehr darum, um zu sagen, wer profitiert denn, wenn es Summer Breeze stattfindet? Und im Schluss profitiert natürlich auch der Staat davon. Aber in welcher Weise ist dann auch noch mehr aufgedröselt? Also ja, die Firmen, die für uns arbeiten, jeder, der für uns arbeitet, zahlt Steuern. Mal, das ist immer der geringste Anteil von dem. Du hast Menschen ja dann verdienen Geld. Einfach ein Mensch geht in die Arbeit und verdient Geld und ist nicht daheim in Kurzarbeit. Genau. Und das ist, und was das dann, und das ist das, was mir am meisten dann auch zu denken nochmal gegeben hat, ist, was das für soziale Auswirkungen hat. Und das ist auch nochmal aufgedröselt in, ja, klar, du hast deinen Urlaub, das ist ein Erholungsort, dann ist es. Also ich konnte es gar nicht mal wiedergeben, weil das alles so psychologisch natürlich fundamentale, wichtige Sachen sind, warum das Kultur genau. Und unsere Konzertszene und was weiß ich alles, warum das für uns wichtig ist. Richtig. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozialpädagogisch. Ja, so soziologische Betrachtung ist das. Soziologisch da. Und. Und da richtig. War ich erst, und jetzt bin ich schon bei diesen zwei fetten Themen und ich war noch nicht mehr fertig mit dem Konzept. Also ich bin auf jeden Fall noch gespannt, was da noch alles so kommt, weil ich habe es mir leider noch nicht ganz durchgelesen. Wenn du sagst, da sind noch viele Themen drin, was Qualitätsmanagement angeht, dann ist es natürlich auch ein Thema, was mich interessiert, weil ich ja als ausgebildeter Logistikmeister Qualitätsmanagement mitgelernt habe. Und das ist ein Thema, was mich immer schon interessiert hat. Ich war übrigens Klassenbester im Qualitätsmanagement. Schleim. Ein bisschen flexen hier. genau, und wie ich die Kommentare gelesen habe unter dem Post, das hat mir so einen Stich gegeben. Selbst ich, wo eigentlich nichts damit zu tun hatte, warum versteht ihr nicht, was für ein Fußabdruck dieses Ding gerade hinterlassen könnte, wenn man es lässt? Vor allem die Kommentare 5 Minuten, nachdem es gepostet wurde, voll, wo du denkst, da konnte ihr habt, keiner ihr habt das viel gelesen. Gemacht, aber ihr habt das nicht gelesen. Und in der Überschrift, nur die Überschrift. Das, was mich, und das ist das, was mich derbe ankotzt bei sowas. Weil man muss sich nur das Inhaltsverzeichnis mal angucken und man weiß, das ist Step by Step aufgebaut. Da ist eine Struktur drin, nur wenn du das Inhaltsverzeichnis anguckst. Und das zeugt daher schon definitiv von Qualität. Also da muss ich sagen, da muss mir da vollkommen zustimmen, Felix. Also allein, wie du das sagst, allein das Inhaltsverzeichnis hat mich dann dazu verleitet, also da ein bisschen mehr reinzulesen. Und auf die Menschen mit den Kommentaren sagt man einfach Tellerrand, Horizont, fertig. Was ich allerdings sagen muss... man muss aber auch sagen, bevor du noch... Der Großteil waren positive Nachrichten. Ja, natürlich, das stimmt. In uns, ich lese wieder durch und sehe wieder die zwei Vollidioten, die sich beschweren. Aber der Großteil waren geile Kommentare und ein Danke und hey, cool, dass ihr das gemacht habt und Respekt für eure Arbeit. Und das gehört sich auch an dieser Stelle, dass man sagt, echt respektvoll mit dem Scheiß umgehe, weil es ist das. Oh ja. Welche andere Branche hat das in dem Moment gemacht? Hätte es ja eigentlich auch gar nicht braucht, weil warum soll die Summer Breeze sich hier nocken und soll den Scheiß machen? Das ist eine Arbeit von der Regierung eigentlich. Aber die Summer Breeze hat gesagt, hey, warum rumsitzen? Nutzen wir die Zeit, bringen die richtigen Leute am Tisch und dann setzen wir was auf. Und ob es jetzt angenommen wird oder nicht, ist natürlich ein anderes Thema. Aber trotzdem wird man daraufhin wollte ich hinaus, weil das ist eigentlich Arbeit unserer Regierung oder sonst irgendwelchen Institutionen, die jetzt immer in den Medien ganz breit sind. Ich will jetzt eigentlich da keinen Namen nennen, wie auch immer. Aber das genau wäre doch das, wo ich sage, warum macht ihr Menschen, die jetzt für unser Wohlergehen verantwortlich sind oder euch meint, für unser Wohlergehen verantwortlich zu machen, warum setzt ihr euch nicht hin im Bundestag, im Landrat, im wo auch immer, in welchen Gremien, wo auch immer? Warum setzt ihr euch nicht hin, um einfach irgendwo einfach einen Hammer rauszuholen und irgendwo draufzuschlagen, sondern warum setzt ihr euch nicht hin? Ihr habt so viele gescheite Menschen, ihr gebt so viel Geld aus für externe Berater, für ich weiß nicht was. Holt euch die Menschen raus, die an der Basis sind, die Ahnung haben,
wie gesagt, Unis, Doktoranden, wie auch immer, die wirklich an der Basis sitzen, die ja wirklich Ahnung haben und die bei den Menschen sind, und holt euch da die Meinungen und sagt, da, wir haben jetzt diese Aufgabe für euch, schaut mal, wie ihr einen Kindergeburtstag organisieren wollt. Oder ein Festival, whatever, ist ja vollkommen wurscht. Warum wird das nicht gemacht? Warum muss man da auf sowas warten, wie im so ein geiles Festival wie Summer Breeze? Also Summer Breeze ist halt wirklich ein großes Festival, also nicht unbedingt ganz das meine, weil es ganz so viele Menschen da sind, aber selbst sie würden es theoretisch auf die Reihe bringen, in dieser scheiß blöden, harten Zeit sowas durchzuziehen. Und warum kann sowas nicht offizielles machen? Ja. Das ist was, was ich... Das was jetzt so, noch dazu kommt, ist, in meinen runden Kopf rein, was man machen muss, ist dieses Konzept nehmen und dann auch noch auf sowas wie einen Trachtenverein, einen Schützenverein, diese ganzen Kulturvereine, denen einfach schicken und sagen, genau, ihr wollt doch auch wieder Feste feiern. Macht's ihr doch, nehmt ihr das Konzept, arbeitet es für euch aus. Es ist ja, es gibt ja auf dieses Konzept kein Urheberrecht. Da hat der Summerbreeze selber gesagt, es ist Creative Commons oder wie das nennt. Genau. Jeder darf es benutzen und auf sich anwenden. Und das finde ich ja so geil, weil das einfach, die haben das von sich aus ihr Geld benutzt und das entwickelt, aber verschenken es jetzt auch an die anderen, um zu sagen, hey, je mehr Leute das jetzt vielleicht in die Hand bekommen und vielleicht dann, vielleicht ist ja einem, ich weiß nicht, Herrn Söder, ein Schützenverein wichtiger wie ein Festival, aber trotzdem ist es immer nur ein Fest, welches in halt ein Konzept passt. Und wahrscheinlich richtig. In das vom Summer Breeze. Und was ich dann lustig gefunden habe zwischendrin, sind immer ein paar so Zitate von Leuten. Und ich kann, glaube, Felix weiß, was ich will, aber Roland, welches Zitat, wer hat es gesagt? Rock im Park ist Kult. Ich wusste, es kommt. Fällt mir jetzt keiner ein. Söder, 2017. Okay. Sowas steht dann auch drin, so einfach so zwischendrin in den Zeilen mal. War ganz lustig. Okay. Das, was gerade Siffi, was du sagst, dass man das eben auch an Vereine und andere Kulturschaffende, dass man das schicken kann, genau darum geht es ja auch, dass man das übertragen kann. Das ist, wenn man sich das Ding mal durchliest, da geht es ganz viel ums Thema Qualitätsmanagement und diese Methoden, Risikomanagement. Das, was man aus Firmen kennt, wurde übertragen, also für die da draußen, die jetzt gerade auch im Qualitätsmanagement tätig sind, der SAFE-Prozess, SAFE oder der PDCA-Prozess, PDCA, KVP-Prozesse, das ist das, was dort Anwendung gefunden hat, bloß halt nicht auf eine Firma bezogen, sondern in dem Fall auf ein Festival bezogen. Und dementsprechend, diese Methode, klar, man kann das Ganze betrachten wie... In dem Fall ein Betrieb. Ja, es ist ja nichts anderes wie ein Betrieb. Eigentlich ein Konzern. Also ist das so. Es hat 40.000 Leute da. Also die müssen ja gehandelt werden. Richtig, tägliche Besucherzahl 40.000 ungefähr. Steht auch unter anderem in diesem Dokument drin. Ja, und das sind das Ding ist so sau wichtig. Deswegen einfach nur, wenn man Zeit und Muse hat, einfach nur teilen, egal wo, in eure Familien, Facebook-Gruppen und was weiß ich was alles, WhatsApp und überall, einfach nur teilen für die Leute und an die Leute, die wo jemals schon auf einem Konzert oder Festival waren oder das vielleicht wieder vorhaben. Denn dann, egal, da hockt dann der eine in einem Vorstand von irgendeiner Abteilung, von irgendeiner Verein vielleicht und kann das dann für seinen Verein wieder anwenden und. Also ich gehe mal davon aus, dass es kein ausgearbeiteteres, also keines, welches besser ausgearbeitet ist, geben wird. Und deshalb wird das eine Blaupause werden. Wenn nicht dieses Jahr, was ich auch nicht glaube, sagen wir mal ehrlich, aber dann definitiv dann, wenn es wieder lockerer wird, wird das wahrscheinlich dann auch in abgespeckter Version oder wie auch immer benutzt werden müssen. Weil man will ja auch nicht so, wir machen jetzt Wacken auf, so wir machen jetzt Summer Breeze auf und wir machen alles wieder auf, sondern das wird halt Step by Step werden die Kleinen aufgemacht. Wenn die dann das Konzept schon haben, können die das anwenden. Wenn man merkt, es fruchtet, dann können die Größeren wieder aufmachen. Ich gehe mal davon aus, dass es so ein, da gibt es dann auch wieder einen Plan, wie man, in welcher Größe man wieder aufmachen darf, zu welcher Zeit. Hoffen wir es. Hoffentlich. Nee, da gehen wir davon aus. Da hoffen wir jetzt nicht, sondern da gehen wir davon aus. Also nächstes Jahr. Ja, das wissen wir doch. Das wissen wir doch, ganz einfach. Haben wir zwar schon vor einem Jahr gesagt, aber nächstes Jahr
glaubt es mir. Ich sage ja, wenn es dieses Jahr nicht ist, dann nächstes Jahr. Und wenn es nächstes Jahr nicht ist, dann übernächstes Jahr. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Nee, das machen wir nicht. Wir machen 20. Und es werden, und ich sage es wieder, es werden erst die Kleinen sein. Ich nehme das Manuskript und tue es aufs Ultras-Treffen anwenden und dann können wir ganz safe die eine oder andere Band bei mir im Garten genießen. Dann brauchst du aber jemanden, der Schnelltests durchführt. Das ist kein Problem, die klauen mir vor der Arbeit. Lass mal einen Container hier stehen. Bring meinen Impfpass mit, okay? Oder so. Na, genau, oder wir so. Lassen einfach gleich. Na, du bist kein Mediziner. Ich kann einen Mediziner holen. Oh, Dr. Marco Pogo, der darf ja impfen. Der impft in Wien. Ist ja wurscht, fragt sich bloß mit was. Ist ja wurscht, Hauptsache Impfung. Ob das jetzt ein Turbo-Bier ist oder Wodka oder irgendein Vakzin, ist ja wurscht. Nee, der kann doch jetzt rein. Der tut tatsächlich in Wien tut der impfen. Er ist ja offiziell Mediziner. Also er ist ein richtiger Doktor. Weißt richtig, du, ja. Jetzt wissen wir ja, aber weißt du, was der impft? Ja, gut. Ich weiß nicht, was die in Wien impfen generell. Ja, eben. Also Donauwasser, keine Ahnung. Hauptsache es hilft gegen Corona, ist ja wurscht. Eben, die wissen es dann schon. Turbo-Bier hilft mit Sicherheit gegen Corona. Ja, apropos. Ja, die haben ja jetzt auch erst ein Video jetzt ganz frisch im April veröffentlicht, hier von wegen die Quertrinkerbewegung. Ja, auf dem Bierportal YouTube-Channel. Ja, das ist richtig geil. Aber, das auch wieder gigantisch. Echt mega professionelle Videos mittlerweile, was die machen. Warum ist der Algorithmus vom YouTube, warum verhaut der bei mir da nicht hin? Das verstehe Hast ich du die Bierpartei abonniert? Den YouTube-Channel der Bierpartei? Ja, okay, muss ich dann noch mehr ein Dingsbums abonnieren. Und ein Sternchen, eine Glocke aktivieren. Glocke aktivieren. Nicht vergessen. Okay, immer schick mal hier da draußen. Ihr da draußen auch schön, gell, immer die Glocke aktivieren hier. Ding, ding. Genau. Ja, das ist das Mammut-Thema, was wir hier haben. Man kann das nochmal, also lest es euch alle durch. Genau. Ich lese mir auch nochmal durch, vielleicht heute Abend noch. Ich habe noch ein bisschen Zeit und dann schauen wir mal. Vielleicht schreibe ich es mal gleich so um, dass es für meinen Garten passt. Nee, ansonsten, wer sich wirklich nicht diese Mühe machen will, diese 64 Seiten durchzulesen, beziehungsweise wenn man alle Verzeichnisse wegnimmt, dann sind wir ungefähr bei 50 Seiten, würde ich jetzt mal ungefähr schätzen. Was man sich mindestens durchlesen sollte, Einleitung, Zielsetzung und Fazit, diese drei Sachen. Da hat man schon eine ziemliche Essenz aus dem Ganzen. Es gilt übrigens für alle Sachen, die so wissenschaftlich erarbeitet sind. Man muss nicht alles perfekt ins Detail lesen, um einen guten Überblick zu kriegen. Diese drei Sachen sind da schon wichtig. Genau. So viel dazu. Lasst euch nicht unterkriegen. Es wird. Richtig. Schon langsam ist Licht am Ende des Tunnels. Ja, da ist es. Das Licht, ich hab's gesehen. Ganz am Ende dieses Tunnels. Nicht ins Licht gehen. Nicht ins Licht gehen. Nein, nicht ins Licht gehen. Nee, ganz am Ende dieses Tunnels, wo der leichte Schimmer hell schon zu sehen ist, ist so ein kleines Podest drauf, also ein Holz, wie so zum Nageln, so ein Holzstock. Und da oben drauf ist eine Holzschale vollgefüllt mit richtig schönem Truen Metal Müsli. Oh, hätte er heute schon gegessen, heute Morgen, seid ihr aufgestanden, und zwar vor dem Dusche, ganz wichtig, weil ihr braucht ja Power, um das kalte Wasser auszumalten, mit dem guten Müsli, das Bergsteiger-Müsli von Manowar, Bergsteiger-Müsli, lecker, 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 so du warst du noch nie. So, jetzt haben wir den Werbeblock auch. Endlich mal ein Intro einsprechen, weil das ist Wahnsinn. Nee. Und ich sag dir eins, es macht bis heute einfach Spaß. Und weißt du, was ich da sag? Was? Also ohne jetzt befangen zu sein, ich find's geil, dass das die Leute vom Summer Breeze gemacht haben und nicht die Wackenleute. Gut, du weißt aber auch nicht, wer da jetzt von anderen Events noch seine Finger im Spiel hatte. Ja, das sind so viele, die sind ja alle aufgelistet, auch namentlich. Sind einige Veranstalter mit dabei und es ist einfach genial. Ich finde es mega, wie ich das gelesen habe, und mir gedacht, Wahnsinn. Wahnsinn! Allein diese psychologische Betrachtung hat mich so geflasht auch, weil ich da bin da Fan von sowas, echt. Vor allem, wenn es ein Thema ist. Ich könnte ja eigentlich theoretisch auch mal so, wir könnten ja ein Video drüber machen, aber machen wir ja ein Video über 64 Seiten Skript. Das ist eine Serie. Das dauert. Eben.
Dafür reden wir ja jetzt drüber. Und in einem Podcast hat man einfach länger Zeit dafür. Genau. So ist es. So soll die Folge dann auch heißen. Summer Breeze, Dings da. Wie heißt es eigentlich? Wie heißt es eigentlich richtig? Das Konzept. Pandemieschutz. Infektionsschutzkonzept. Konzept, genau. Das klingt aber doof, weil das ist schon so abgedroschen. Das müsste irgendwie Festival-Infektionsschutz oder Festival-Veranstaltungs. Irgendwie sowas heißen. Veranstaltungsschutzkonzept. Ja, vielleicht. Das muss ja nicht nur, vielleicht, wenn man es auf eine andere Krankheit auch noch anwenden kann und nicht nur auf Infektionskrankheiten, sondern. Was gibt's denn? Was gibt's noch? Fußbrocher, Knochenbrüche, kann man das auch anwenden auf Knochenbrüche? Schützt euch mal Knochenbrüche, zeigt deinen Mundschutz auf. Künftig für alles. Warum müssen wir mit so einem Menschen zusammenarbeiten, Felix? Ich weiß auch nicht. Er hat die Technik. Richtig, auch wenn's Internet nicht passt. Sagte er und brach das Internet ab. Genau. Das wäre es jetzt gewesen. Er hat die Technik. Ah. Siffler has left the channel. Nee, ist schön mit euch zu reden. Ja, ich habe keine sozialen Kontakte mehr seit meinem letzten Rausch. Aber du arbeitest doch. Du bist doch so gestresst. Also hast du auch soziale Kontakte. Ja, sozial. Oder sind die asoziale Kontakte? Man hat soziale Kontakte. Ich muss mich mit richtigen Menschen auseinandersetzen. Also von dem her, weiß ich, was das kleinere Übel ist. Also ja, du, ich habe den einen oder anderen Schwurbler als Kollegen. Da muss ich ab und zu einfach nur Kopfhörer auf und Musik nehmen. Ich schreibe ja momentan auch immer, also hier und da habe ich mir ein Thema geholt und muss dann wieder ein Konzept dazu schreiben. Also nicht so ausführlich wie ein Summerbreeze-Konzept, sondern halt einfach das, was mir, dass ich mein Thema woanders vorstellen kann, mache ich eine PowerPoint-Präsentation. Ja. Macht man so bei uns in der Firma. Oder ein Video. Ich habe ein Video auch schon gemacht. Und dann... Kannst du sowas? Videos kann ich, ja. Kannst du Video? Du hast doch noch nie Video gemacht. Einer habe wieder eine Mail gekriegt. Einer habe gleich eine Mail zurückgekriegt. Ach, dann weiß ich ja, wer künftig für mich Videos macht. Teuer. Die Zeit habe ich leider nicht. Nee, aber genau. Worauf wollte ich hinaus? Ja, ich tue meine Kopfhörer auf und höre mir Musik an und schreibe mein Konzept, wenn die Schwurbler wieder unterwegs sind. Ich höre schon gar nicht mehr zu, was sie sagen. Ja, genau. Auch durchzuschalten, ganz gut. Ist genau das Richtige. Ja. Ach ja, ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön, die Schwurbler. Wie ist das Wetter bei euch? Aber bevor wir jetzt in den Smalltalk rutschen, können wir ja einfach nochmal ein paar Themen abarbeiten. Richtig, ich habe noch ein paar. Ja, das wäre doch. Sprich wir doch da mal wieder ein. Ja, würde ich auch sagen. Felix ist immer so informativ. Genau, ich springen wir von unserem Überthema, würde ich es jetzt mal nennen, Summer Breeze und dieses wunderbare Konzept mal weiter. Und zwar eine Sache, die bei uns eigentlich immer mit angesprochen wird bei Metalnet und auch schon bei Amaz Metal war das so. Und Siffi, du hast ja da auch immer großes Interesse dran an dem Thema Biopics. Ja! Habe ich was gelesen? Meinst du auch die vier Buchstaben? Genau, die vier Buchstaben. Boah, ich würde mich so freuen. Ohne Kiss. Scheiß. Ein Biopic von ein Biopic. Kiss. Aber wird ein Film, oder? Sie sind in Verhandlungen mit Netflix, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Ja, vielleicht kommt eine Serie, das wäre noch geiler. Aber wir sind ja nicht ein Metalnet ohne Grund. Du darfst im Internet nachgoogeln. Den Tab habe ich ja schon offen. Du darfst Metal netten. Laut Meldung sind diese, also in dem Fall Kiss, in Verhandlungen mit Netflix über Vertriebsrechte. Geil. Und Paul Stanley und Gene Simmons sollen logischerweise im Vordergrund sein.
jetzt kann ich euch folgen. Gerade vorhin bin ich mal brüchig als Depp vorgekommen, aber jetzt kann ich euch folgen. Ich habe zwei Namen. Also du wusstest nicht, was ein Biopic ist? Oder nein. Modern Heart? Okay. Genau, Biotech sagt mir nichts, man die großen vier Buchstaben. Biotech ist, ist die Firma, die wo das Vaccine rausgebracht hat. Also die Impfung, Biotech. Aber Biopic, was? Ja, Biopic. Ist ja quasi, wie nennt man sowas das? Sowas wie The Dirt von Mötley Crüe. Genau, The Dirt oder Rocketman. Lots of Chaos, Rocketman, Bohemian Rhapsody, die ganzen Filme sind alles einigermaßen originale Erzählungen, ein bisschen schauspielerisch aufgedröselt und als Film produziert. So, okay. Genau, kann man das sagen. Also es ist ja, einige Sachen von The Dirt sind ja genauso passiert, wie es im Film kommen. Und das hoffe ich bei Kiss dann auch, weil Kiss ist bestimmt auch sehr interessant, weil es halt echt eine coole Zeit war, wo die angefangen haben und so. Genauso wie Mötley Crüe. The Dirt ist immer noch einer der geilsten Biopics, die es gibt. Das nicht ist geil Serie. Als Mach Film kann Spaß ich mir das cool vorstellen. So, also, als Trilogie wie Herr der Ringe vielleicht. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber nicht so richtig als Serie, sondern drei schöne lange Filme. Ja, da kann man was machen, aber nicht als Serie. Ja, bei Serie erzählen sie dann wahrscheinlich wieder viel zu lang, viel zu detailliert. Genau, gewisse Dinge, die eigentlich gar nicht interessieren, sondern vielleicht bloß lustig war, wie man dabei war. Dann ist schon wieder, dann ist schon doof. Also The Dirt hat die richtige Länge, hat auch erzählt alles von Kennenlernen bis der Schluss am Schluss dann halt. Und deshalb war das genau sowas, würde ich mir auch wünschen dann. Ich weiß nicht, ob ihr Rocketman schon gesehen habt. Der ist auch super, der Film, echt. Den kann ich auch nur empfehlen. Ist halt Elton John. Aber er ist halt ein wahnsinniger Musiker. Also braucht man nichts reden. Der Kerl ist ein Künstler ohne Ende. Und den seinen Werdegang zu sehen, wie das war und welche Steine ihm in den Weg gelegt wurden und was es immer, ich immer, das ist auch geil. Weil natürlich alles 100% ehrlich recht ist, was man natürlich nie, weil es muss ja ein Film sein. Von dem her. Aber weißt du, was ich mir da wünschen würde? Ein Film über Meatloaf. Das das darf mich auch interessieren. Weil da stimme ich zu. Das wäre geil. Also erstens mal schon einen Künstler, einen Schauspieler zu finden, der das Jack darstellen Black. Könnte. Man, vom musikalischen her, das kann man ja dann drüberlegen, wie immer. Aber Jack Black. Genau. Ach, das ist Jack Black. Genau. Den habe ich, genau. Eigentlich, und der könnte sogar noch singen, ne? Ja. Also wenn der einen Film machen würde über Meatloaf sein Leben, den würde man immer anschauen. Also das wäre. Habe ich ja schon mal gesagt, der Jack Black ist eigentlich der Meatloaf der Neuzeit, kann man nicht mehr sagen, weil er ja auch schon älter ist. Auch schon älter ist, ja, das gibt es ja schon länger, aber das ist so dieser. Jetzt fällt nach Jack Black jemand, der das jetzt übernehmen kann, eigentlich. So, dieser ein Mensch, der als Alleinstehungsmerkmal sowohl schauspielerische Tätigkeit als auch Rock'n'Roll so richtig verkörpert. Das ist aber, das ist, glaube ich, wirklich so eine Spezies, die gibt es wirklich, die sind Charaktermenschen. Da kommen alle 20 Jahre jemand auf die Welt wahrscheinlich. Vielleicht bin ich das und ich weiß es bloß nicht. Wer weiß. Ja, dafür habe ich mit Musik aufgehört. Aber du könntest es. Du könntest es. Gesanglich. Ja, stimmt. Ich kann eigentlich nur mehr in die Richtung mal probieren, gell? Drehen wir heute mal eine Szene aus. Wo war der Meatloaf dabei? Rocky Horror Picture Show. Rocky Horror Picture Show nach. Und mit dem Eddie, ja? Ja, warum nicht? Also ich könnte mir da, wir fallen da spontan 12 Menschen ein, die da wahrscheinlich mitspielen würden. Ja, voll. Nehmen wir doch das mal als Projekt. Das schreibe ich mir auch auf. So kleine Projekte gefallen mir ja immer wieder. So, wo man sagt, hey, lass uns doch das vielleicht mal ins Auge stellen, dass man nicht in naher Zukunft, aber vielleicht nächstes Jahr oder wie wir halt gerade Lust haben, es muss ja ausgearbeitet werden, ein bisschen, wer was macht und was man anzieht, dass man da einfach so eine Szene mal nachspülen. Genau, so richtig, weiß ich nicht, ob man das irgendwie hinkriegen würde, dass wir da die Location nachbauen, weil das sind schon echt fancy Location, die da haben. Ja, wenn er dann mit dem Motorradl reinkommt und fährt durch die Wand durch, das kann man doch locker nachbauen, oder? Ich habe drei. Du kommst halt mit der Kreidler reingefahren.
Oder eine Simpson hätte ich auch in der Garage. Also das können wir dann, das bringen wir dann schon irgendwie hin. Der da durch ein Pappadeckel oder Styroporwind durch. Mit einer Vespa. Oh, schön. Ja, mal schauen, vielleicht. Aber wir können es in die Augen. Einfach nur, um zu schauen, wie gut passe ich aus Meatloaf. Oder irgendwas vom Jack Black. Können wir natürlich auch nachmachen. Oh, da fällt mir. Da spielt man. Also, Siffy, du und Jack Black, fällt mir. Also, das haben wir doch schon gehabt im Amadeus damals. Achso, ja, Tribute ist ja, ja immer noch also unser Ding. Wo ich Text immer noch nicht kann, aber ist egal. Das ist und das wäre übrigens eine Band, wo man sagen würde, ja, das wäre was, wo man wieder aufleben lassen müsste. Allein vom Tenacious D, ja, stimmt, die machen auch nichts mehr, oder? Was jetzt im Moment, wenn du sagen würdest, alle vier Burm, wo es damals war, einfach mal jetzt Freitagnachmittag, Samstagnachmittag, kommt zu mir im Proberaum, machen wir mal was. Das wäre interessant, was da passieren würde. Und was dabei musikalisch rauskäme, das wäre auch interessant. Dann hat erstmal gekommen, ich kann nicht, ich habe drei Kinder, der andere hat zwei Kinder, der nächste ist im Ausland, weil er wieder da irgendwas macht. Keine Ahnung. Do you know? Sicher? Oder die warten drauf und kratzen schon. Also der Egner ist ab und zu mal bei mir da, auch mit seinen Kindern. Also ich habe mit dem schon noch Kontakt, so ist es nicht. Aber der hat keine Zeit nicht, definitiv. Das sind arme Menschen. Stell dir mal das, die Möglichkeit, wirklich künstlerisch tätig zu sein. Und Kassenschlager. Wir waren, weißt du, wir hätten vorher schon so viel verdient, dass wir Corona locker überlebt hätten. Na, ich glaube wirklich, dass sie, ohne Schmarrn jetzt, also ich will jetzt nicht irgendwo Bauchbindeln oder irgendwo hypen oder whatever, aber ich denke wirklich, also gerade jetzt in der momentanen Zeit, also mit dem ganzen modernen Metal, den wir jetzt in der letzten Zeit haben und wie immer, dass ihr da mit eurem Konzept so gut reinpassen darf, weil ihr in kein Konzept irgendwo in kein Schubladen reinpasst, dass das, wenn das jetzt an der richtigen Stelle irgendwo ankommen würde, ganz gut rausgekommen hat. Also damals, ich glaube, damals war irgendwo noch, da war die Zeit noch nicht ganz so richtig reif, weil da war es einfach irgendwie so, ich will jetzt sagen, komische Musik, weil ich habe es geile Musik gefunden, aber ja, das ist ja auch schon ewig her, gell? Ja, 30.000 Jahre damals, aber ich denke, in der jetzigen 2007. Zeit... 2007. Das gibt's doch nicht. Mhm. Nee. Freistaat-Chor sind 2007, steht auf dem Album. Geil. 14 Jahre. Ja, um 2010 hat sich's getrennt. Also ja. Hat sich ja nie getrennt. Und es gibt's ja noch. Ja, aber eben. Seit 2014 haben wir nicht mehr gespielt. Aber wie gesagt, ich bin ganz sicher, dass sie in der jetzigen Zeit ganz. Ich werde alt! Nö, du bist alt. Danke. Das sagen meine Kinder zu mir auch immer wieder. Also von dem her musst du das auch irgendwann mal lernen. Passt schon. Auch wenn es Gott wieder aus. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Muss man durch. Hilft ja nichts. Ach ja. Nein, es ist ja immer wieder am Überlegen, ob ich irgendwas Musikalisches nochmal anfange oder wie auch immer. Aber ich glaube, da war ich allein einfach besser drauf. Also wenn ich wirklich noch... Sag mal da draußen, Aufruf an irgendeinen Musiker da draußen, der vielleicht eine Gitarre spielen kann. Der soll mir mal was einspülen, was er sagt, das hat er im Kopf. Das darf er gern einspülen. Ich schreibe da einen Text und singe die drüber. Das ist mir scheißegal. Aber ich brauche halt jemanden, der die Melodie dazu macht. Und vielleicht nimmt der Band auf und ich mache nur Gesang darüber. Weil das bringe ich dann locker hin. Aber ich habe halt nicht die Zeit dazu, dass ich mir ums Aufnehmen, ums ich muss Gitarren und lernen, damit ich Gitarren einspielen kann. Das ist ja auch ein Schwachsinn. Aber ich bin halt kein Multitalent, sondern ich kann halt gewisse Sachen wie Schlagzeug spielen oder zumindest ansatzweise gut singen, wenn ich mache, wenn ich übe nochmal. Also das ist auch so eine Übungssache halt. Kann er. Und das darf ich halt schon gern machen. Also es ist nicht so, als darf ich es nicht gern machen. Gesang aufnehmen kann ich daheim auch. Aber ich brauche die Melodie dazu. Wenn sich ein Musiker dazu bereit erklärt, schreibt es uns. Und dann bringen wir vielleicht ein Lied raus. Ich schreibe einen Text dazu, ihr braucht nur Gitarre, die Gitarrenmelodie spielen. Schlagzeug kann ich vielleicht auch noch schaffen. Das wäre mal prima. Metal-Net-Text. In verschiedenen Genres. Ja. Vom Black Metal bis Power Metal über
Dings da, alles möglich. Ja, auch Black Metal geht. Aber ich tat heute auf und ich sag's, ich tat heute auch Black Metal auf Jack Black mäßig. Also das wird heute wirklich dann Siffi. Felix, das musst du dir mal vorstellen. Black Metal auf Jack Black. Ja. Noch mit? Ich komme jetzt da gerade nicht mehr ganz mit. Es ist ein Traum, aber ich hätte, Siffi, wenn du es hinkriegst, dass dir jemand einen Thrash-Riff schickt und einen Black-Metal-Riff, dann machen wir genau aus den beiden Sachen eine wunderbare Verschmelzung des Ganzen mit dem Müsli. Was denkst du, wie episch das wird? Ich schreibe ein Lied übers Müsli. Wir schreiben ein Lied übers Müsli und der Felix spricht ein und Felix macht den Hip-Hop-Part. Das ist schon true. Das ist so true. Und im Video möchte ich gerne in einer großen Milchschüssel liegen. Ja, genau. Also so Dieter von These mäßig, die in so einem großen Cocktailglas gelegen ist, mit so einem, nur du halt in einer Müsli-Schüssel. Das kriegen wir hin. Ja, und ein Borat-Anzug, richtig. Ich hab Bilder im Kopf. Viel, mach mal. Ich habe auch den Eindruck, dass mir den Menschen da draußen auch ganz viele Bilder in den Kopf gerade reinsetzen. Aber vielleicht würden sich alle freuen. Schreibt es in den Chat oder in die Kommentare, wenn ihr das haben wollt, dann machen wir das. Wir setzen das um. Es ist halt ein Projekt, das wir dann miteinander angreifen, aber es wird nicht morgen fertig sein, aber wir haben es im Bild. Übermorgen. Und wenn wir besoffen genug sind, dann passiert auch was. Wir brauchen noch jemanden, der Melodie schreibt, spielt, aufnimmt, wie er immer und uns zukommen lässt. Pass richtig auf, geil. Du kriegst noch Einsendung, dann wird's lustig. Ja, und wenn ich da draußen auch bloß das Intro für Metalnet oder für irgendwas hernehme, euer Schaffen wird auf jeden Fall benutzt, für was auch immer. Und ich habe halt Bock, einfach mal wieder an Blödsinnstext. Wer es mitbekommen hat auf Twitch, wie mein Internet ausgefallen ist, habe ich gerade so viel Internet mit dem Handy gehabt, weil ich mich ins WLAN meines Vaters gehackt habe. Dann habe ich über den sein Internet quasi streamen können, aber nicht komplett mit dem Rechner, sondern nur mit dem Handy. Und da habe ich auch nichts anderes gemacht, wie Gitarre in die Hand genommen, irgendwas blöd dahergespült, was ich also ich kann ja 2-3 Riffs, und habe einfach dazu gesungen. Und das ist auch gut angekommen. Also das kann man auf Twitch sogar noch nachschauen, wenn man will. Da habe ich halt eigentlich, der Text war, das Internet ist scheiße, der Telekom-Mann kommt am Samstag, bis dahin müsst ihr mir jetzt aushalten, so in der Art, also bloß halt auch mit Reim und Melodie, und der Kontext war, ich habe mir 1,5 Stunden lang drüber aufgeregt, dass mein Internet nicht geht. Das ist gut, okay. Geil. Nein, also ich denke mal, über den Text an sich, da würden wir uns ganz schnell einig werden, also ganz mit Sicherheit, aber wie du sagst, wir bräuchten einen Menschen, der einfach mal eine Melodie rüberschicken würde, und dann, wenn wir sowas hätten, dann könnten wir uns, das wird mit Sicherheit gehen. Also da bin ich mir ganz sicher. Also Aufruf an alle da draußen. Ihr werdet natürlich belohnt für euer Schaffen mit ganz viel Liebe und Zuneigung. Und wenn's wir sind Internetstar. Wenn wir dann Geld verdienen, ist das natürlich gar kein Thema. Dann wird es dann gerecht ausgeschüttet. Genau, weil wenn dann nur eine Band kommt und sagt, hey, wir als Band, wir wollen das machen, dann habt ihr auf jeden Fall zumindest 3 Leute, die dann instant eure CDs und T-Shirts kaufen. So schaut's aus. Ach, wunderbar, wunderbar. Auf welche Sachen, wenn man da kommt, wenn man da ein paar Stunden oder ein paar Minuten drüber redet, also. Ja. Es ist jetzt nicht einmal ein Wunsch, der mir gerade eingefallen ist, sondern da habe ich echt schon lang Bock drauf, nur noch nie einen Aufruf dazu gemacht. Siehste? Und Kiss hat dich dazu gebracht. Und ich habe keine Ahnung, wie. Biopic war man ja, keine Ahnung. Ah, und Jack Black und darauf über meinen Gesangsstil. Genau. Ha, der rote Faden, da ist er, ich habe ihn. Wer braucht ihn? Felix ist wieder da. Felix, dann nimm du den roten Faden. Nimm den Faden wieder. Ich nehme den Faden und ich springe von Biopic zu einer Biografie. Diesmal halt Textform. Ja, ein Buch. Und zwar der Brian Johnson von AC/DC hat vor, eine Autobiografie rauszubringen. Und er hat auch schon den Titel dazu. The Lives of Brian. Oh, sehr geil. Eine Hommage. Ach, cool. Sie wird am 26. Oktober, 26.10. wird sie erscheinen.
scheinen. So ist zumindest mein Kenntnisstand. Leider erstmal nur auf Englisch. Aber ich frage mich jetzt gerade, wenn der das jetzt ankündigt oder jetzt die letzten 2 Wochen angekündigt hat, wie weit ist er schon fortgeschritten? Wie lange dauert denn das, so ein Buch zu schreiben? Das ist ja meistens doch eine Jahre Arbeit, oder nicht? Keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht. Der Herr Matt Eagle, hallo? Wie weit bist ich schreibe andere Doktorarbeit? Sachen. Bist du noch nicht fertig? Mei, oh mei, oh mei. Red mal im Sommer drüber. Also, ich kenne einen Autor, der ist zwar jetzt nicht gerade dabei, dass er seine Biografie schreibt, sondern der hat schon ein Buch veröffentlicht, allein Story of His Life. Und er schreibt immer wieder, er hat sich angewöhnt, als junger Mensch immer wieder Sachen aufzuschreiben, Anekdoten aufzuschreiben, was er erlebt hat, wie er immer. Und das hat er jetzt vor einem halben Jahr, ein Jahr, als Buch rausgebracht. Der Mensch ist jetzt, lass mich lügen, irgendwas Mitte 40 oder so. Okay. Und hat jetzt sein erstes Kapitel rausgebracht. Und ich muss sagen, dieses Buch, absolut geil. Ich habe das mittlerweile an 10, 12 Menschen weiter geschenkt, weiter verkauft, weiter gegeben. Der Titel davon ist einfach "Ein bisschen was geht immer". Und okay. Ich denke, wenn jeder in seinem Leben ein bisschen was immer notieren würde und den Zettel irgendwo hinlegt und das dann irgendwann einmal in Buchform rausbringen würde, Seite für Seite, könnte jeder Mensch ein Buch schreiben. Jeder. Und von dem her, wenn er so Brian Johnson irgendwo mal irgendwie sich immer wieder Notizen gemacht hat, dann ist er auch schon ein älterer Mensch und irgendwann hat er mal da mal angefangen, hat es jetzt vielleicht einmal gerade in diesem komischen, blöden letzten Jahr mal sich hinguckt, zeigt nochmal seine Dateien im Word aufgeräumt und wie er immer und dann als Buch rausgebracht. Also von dem her denke ich mir, wenn du von vorne anfangen würdest, ja, würde das Jahre dauern. Aber wenn du da immer wieder ein bisschen sammeln würdest, denke ich mir, geht das relativ schneidig. Und wie gesagt, also das Buch, den Autor, den ich kenne, ein bisschen was geht immer, wie gesagt, ein sehr geiles Buch, ein sehr geiles Thema, kann man auch im Amazon kaufen, wie immer. Hashtag Werbung. Ja, schön. Und ist wirklich empfehlenswert. Ist wirklich empfehlenswert und habe ganz, ganz viele positive Reflexionen bekommen. Kenne ich den auch? Ich denke mal ja, den haben wir schon mal beim Grillen oder sowas bei uns gehabt. Okay. Ja. Gut. Ich dachte, mehr Werbung brauchen wir nicht machen, aber das ist wirklich empfehlenswert. Na, cool. Was ich nämlich auch denke, ist aber auch, dass so ein Brian Johnson zum Beispiel jemanden hat, der Autor ist, der sich auf Biografien spezialisiert hat und weiß, wie er strukturiert die Informationen aus den Leuten entlockt quasi. Ja, mit Sicherheit. Von wann bis wann und da auch zeitlich strukturiert vorgehen kann, dass wirklich einiges drinsteht. Ich glaube, da gibt es schon Profis. Ja, ich kann an der Stelle ja mal seinen Twitter-Tweet einmal vorlesen zu seiner Biografie. Fand ich schön zu lesen. Ich hatte einige lange Nächte und einige großartige Nächte, ein paar schlechte Tage, eine Menge gute Tage. Und während dieser Zeit habe ich mich von einem Chorjungen zu einem Rock'n'Roll-Sänger entwickelt. Und jetzt habe ich ein verdammtes Buch darüber geschrieben. Cool. Ja, ganz einfach. Ja, genau. Macht Neugier. Das ist schon so geschrieben, als dass ich sage, ich würde es lesen. Ja. Ja. Ich warte halt, bis der Film rauskommt. Was ich auch geil gefunden habe, ich habe mir mal die Biografie vom Lemmy angehört als Hörbuch. Oh, und jetzt pass auf, ihr kennt sie nicht, oder? Habt ihr es noch nicht gehört? Nee. Oder gelesen? Auch nicht? Ist ja wurscht. Nee. Nur um jetzt ein Bild in euer Ohr zu pflanzen, die Stimme, die das Buch vorliest, ist Martin Semmelrogge. Oh Gott, geil. Und ohne Scheiß, das passt wie die Faust aufs Auge. Ja. Passt. Voll, weil ich einen Lemmy in Deutsch so vorstellen würde, als würde er das gerade selber vorlesen. Und der hat ja auch so eine versoffene Stimme. Ja, okay, die Stimme. Voll. Ja. Aber das nicht passt, weiß ich auch nicht. Voll. Okay, ich weiß, wo ich reinhören werde. Auf jeden Fall ist sehr zu empfehlen. Das war auch cool. Da hat er auch erzählt, da erzählt er ja auch davon, dass er sein Doktor ihm mit 40 gesagt hat, er muss aufhören zum Saufen, weil sonst stirbt er. Und dann mit 50 hat der Doktor zu ihm gesagt, du musst aufhören mit Saufen, weil sonst stirbst du.
Und mit 60 hat der Doktor zu ihm gesagt, wenn du jetzt aufhörst zu saufen, dann stirbst du. Herrlich. Ja, auf jeden Fall auch sehr zu empfehlen. Biografie vom Lemmy Kilmister. Was wir heute alles kommen, also sogar nur zum Bücher lesen und Hörbuch lesen und hören und der Wahnsinn. Ja, wir sind heute wieder extrem breit gefächert tatsächlich. Das ist ja, aber so soll es sein. Ich glaube, dass wir die strukturierten Sachen machen wir live. So, weil man da zeitlich gesehen ein bisschen Engpass meiner Meinung nach hat, aber weil man ja ein bisschen noch Chat und sowas begutachtet. Aber bei den Aufnahmen finde ich, sind ein bisschen smoother, also so ein bisschen ausschweifender. Wir bleiben bei einem Thema vielleicht hängen oder so. Aber ganz wichtig war natürlich das Summaries-Thema heute. Aber ansonsten waren auch super Sachen dabei, wo wir gesagt haben, hey, vielleicht hat es für euch da draußen einen Mehrwert. Passiert. Und es ist ja auch viel passiert. Eben, wir sind ja noch nicht fertig. Ja. Du hast bestimmt nur das ein oder andere Thema auf der Uhr. Ich habe noch drei Sachen, die können wir aber, glaube ich, relativ schnell abhandeln, so Step by Step. Wir und schnell ein Thema, ja. Ja, das geht relativ schnell. Wir können auch schnell abhandeln. Hat man ja vorhin gemerkt, wo ich einmal alles runtergerattert habe mit den, wer alles ins Studio geht oder Album veröffentlichen will. Ja. Kriegen wir auch hin. Wie drei. Ja, genau. Das eine Sache ist eine Sache, die wiederum eine traurige Sache ist. Es ist wieder eine sehr berühmte Person gestorben und wir hatten vorhin von Meatloaf geredet und sein jetzt natürlich ehemaliger Produzent von Bat Out of Hell, Jim Steinman, ist gestorben im Alter von 73 Jahren. Jim Steinman, unter anderem auch von Bonnie Tyler, Total Eclipse of My Heart und solche Sachen. Also ein Produzent, dessen Name man schon kennen kann, beziehungsweise den definitiv sehr viele Künstler kennen und dementsprechend auch sehr viele Trauerbekundungen und so weiter und so fort in den letzten Tagen, logischerweise. Auf Twitter, es ist immer schade, Social Media und sonst was war. Es ist immer schade, wenn so Produzenten und sowas dann erst so ins Vordergrund gerückt wird, wenn es plötzlich heißt, jetzt ist er gestorben. Sondern vorher eigentlich zwar gemacht hat und man weiß, Bonnie Tyler ist ein großer Name und Meatloaf oder so. Kurz einhaken, Siffi, da bist du vielleicht noch ein bisschen zu jung dafür. Also Jim Steinman ist eigentlich Meatloaf, das war der Mensch, der Meatloaf groß gemacht hat und der ganz, ganz geile, viele Musik gemacht hat. Also das Tanz der Vampire, Musical, so eine Sachen. Was richtig, das auch. Ach so, das kam auch von dem, ja, heavy. Jim Steinman ist nicht nur Produzent, sondern auch eben der Musikmacher dahinter. Also das ist eigentlich der Mensch gewesen, der Meatloaf groß gemacht hat, weil er ihm gesagt hat, genau du bist der Mensch, der diese bombastische Hardrock-Metal-Musik kann und diese operntechnischen Sachen. Sag ich mal. Genau. Und das war Jim Steinman. Alles, was Meatloaf ohne Jim Steinman gemacht hat, war so Larifari. Und wenn er mit Jim Steinman zusammengearbeitet hat, das war, also Jim Steinman ist was, also für meine Generation, also da kriege ich Gänsehaut, dass das auch einer ist, wo er gesagt hat, ich gehe jetzt da. Das, was man heute in Mastermind nennen würde. Ja, definitiv. Jim Steinman has left the building. Richtig. Ja. Dann hüpfe ich weiter zu jemand, der das Building noch nicht verlassen hat. Übergangskönig Felix. Das war ein Übergang, ne? Nee. Es geht um eine traurige Nachricht, aber gleichzeitig auch eine Nachricht, die Hoffnung macht und dann wiederum darauf folgend eine schöne Sache von einem Bandkollegen. Das ist aber spannend. Ein Auf und Ab. Was los? Ich hau hier jetzt die Gefühle raus. Emotions, Baby. Oh Mann. Nee, es geht um den Drummer von Exodus, der Tom Hunting heißt er. Der hat nämlich leider Krebs und der wird sich jetzt einer Behandlung unterziehen. Das ist eine spezielle Art von Magentumor, die er hat. Und das Geile dran ist eigentlich, wie er damit umgeht. Und zwar, er möchte zum einen darauf aufmerksam machen mit seinem Fall, was ja schon mal eine Sache ist, die für eine Krankheit Aufmerksamkeit zu erregen, so wie es ja zum Beispiel mit der Ice Bucket Challenge bei ALS war. Mhm. Aber wie er es ausgedrückt hat, ist dann auch wiederum geil.
Ich habe das Gefühl, wenn ich jemandem mit dem, was ich gelernt habe, helfen kann oder wenn jemand da draußen Informationen hat, die er mit mir teilen kann, ist es ein Gewinn für beide Seiten. Wenn man den Feind beim Namen nennen kann, ist das ermächtigend und man ist einen Schritt näher dran, ihn zu töten. Okay, ihr habt jetzt eine schlechte Nachricht gehört. Die gute Nachricht ist, dass ich mich gut, körperlich gut fühle und ich werde das wie eine verdammte Snare Drum schlagen, die mir Geld schuldet. Und wenn das mal nicht der richtige Weg ist, um so eine Krankheit anzugehen. Sehr gut. Und ich gehe gleich den nächsten Schritt weiter, nämlich sein Bandkollege. Ja, ist es anderes als Gitarrist Gary Holt, den man ja auch von Slayer kennt, aber er ist eigentlich der Gitarrist von Exodus, zumindest für mich. Der hat noch eine GoFundMe-Kampagne dazu gegründet. Also Crowdfunding-Kampagne, um ihn finanziell bei dieser Krebstherapie zu unterstützen. Und von dem Punkt, eigentlich von dieser richtigen Kacknachricht, Krebs, zu seiner Reaktion und zu der Reaktion von seinem Bandkollegen hin, das finde ich dann wiederum eine geile Sache. Aber genauso sollte es auch funktionieren, weil es ist immer, das ist einfach ein Thema, das ist nicht bloß, es gibt nicht nur die Corinna bei uns, sondern es gibt auch ganz andere böse Krankheiten bei uns. Absolut. Und da muss der Mensch damit umgehen. Wie der Mensch damit umgeht, ist natürlich für jeden Menschen ganz anders. Aber man muss sagen, wie er gerade festgestellt hat, man muss den Feind kennen, damit umgehen und dann drauf los. Genau. Alles andere. So schaut's aus. Also ich persönlich kann blöderweise da mitreden. Aber und das ist sehr gut, wenn dann immer irgendwelche Menschen dabei sind, die ihn dann unterstützen und die sagen, jetzt erst recht. Richtig. Und das ist sehr gut. Ja. Und wir sind ja gewohnt, wir Mädel, wir halten zusammen. Richtig. So schaut die Geschichte aus. Und das war mein vorletzter Punkt. Und den letzten Punkt möchte ich bloß ganz kurz ansprechen und mit einem Kommentar versehen, dass sich Leute was anderes angucken. Mit einem kleinen Shoutout sozusagen. Hashtag Werbung, aber freiwillig. Und zwar sehr freiwillig. Es geht nochmal ganz kurz, jetzt gehen wir mal von Tod und Verderben und sowas weg. Wir gehen mal kurz zu Rammstein nochmal. Und Rammstein hat mit einem Luxuslabel kooperiert. Mit Merchandise sagen wir mal so, sehr hohe Preise. Wenn wir jetzt Preise. Wieder anfangen zu diskutieren über Merchandise, dann wären wir heute nicht mehr fertig. Das machen wir nicht, deswegen mein Shoutout. Wir diskutieren. Diskutieren da nicht drüber, aber schaut euch definitiv vom Kayo von Moshpit Passion das Video an, wo es um Rammstein und Balenciaga, wenn ich das richtig ausspreche, ich weiß es gar nicht. Es ist ein Modelabel, oder? Genau, es ist ein Modelabel und wenn ein T-Shirt 500 Euro kostet, da kann man. Die Hölle, Alter. Schaut euch das Video an und das möchte ich so stehen lassen, weil ich glaube, wir drei sind uns einer Meinung, dass 500 Euro oder mehr für Merchandise sowas von gesponnen ist. Es hat halt nichts mehr mit Unterstützen für die Band zu tun. Es hat halt dann mehr, dann ist es halt Label, also dieses Modelabel. Dann ist es halt nicht mehr für die Band, dann ist es fürs Modelabel. Und dann musst du halt, wenn du sagst, du Valentino oder was auch immer, wie das heißt, weiß ich jetzt auch nicht, aber wenn du das gern trägst oder Balenciaga, von mir aus habe ich noch nie gehört, aber dann, weißt du, dann trägst du so einen Scheiß sowieso, wenn du sowas kaufst. Und wenn, ist es das Pendant zu Leuten, die sich nichts leisten können, die sich Rammstein-T-Shirts bei H&M kaufen? Nur halt in Reich? Reiche Leute kaufen sich Rammstein-T-Shirts bei Ballantines, ist wieder was anderes. Ist ja. Ich weiß auch nur durch ein Kayo, dass es ein Label ist, das auch schon mit Hip-Hop-Künstlern zusammengearbeitet hat. Und man muss auch dazu sagen, dass dass die Artikel, zumindest das letzte Mal, als ich auf der Seite mal kurz war, um zu schauen, was das kostet, da ist nahezu alles ausverkauft. Ich glaube, dass dieses Rammstein einfach mittlerweile so eine Marke ist, ähnlich wie Kiss, wo wir schon mal hatten. Schreib Rammstein drauf und es verkauft sich. Jo, da könntest du definitiv recht haben. Wie der Kayo, der in einem Post, den er gemacht hat, an Müllsack anhatte vom Rammstein-Konzert, wo Rammstein draufgestanden ist und er gesagt, wenn man Rammstein-Merch bei Wish bestellt. Ein Traum. Und ich glaube, damit müssen wir das Thema auch belassen, damit wir da jetzt nicht nochmal eine halbe Stunde drüber reden, oder? Ich wäre das sehr dafür. Es kommt ja darauf an, wie viel das Seitenbacher verlangt fürs True Metal Müsli.
Ich bin dafür, dass wir vielleicht einen anderen Hersteller finden, weil das irgendeinen anderen Hersteller, keine Ahnung. Hauptsache nicht Nestlé. Da müssen wir uns so Gedanken drüber machen. Da gibt's, ja, wir machen es selber. Wir schroten selber und machen das Zeug selber. Wir haben bei uns in der Gegend haben wir eine Mühle. Da haben wir eine Mühle bei Düdingen. Und ich trockne einfach die Früchte bei mir im Trockner. Genau. Nägel, wollte ich sagen. Da kommen ja Nägel rein. Nägel und Glasscherben und so. Also true. Wir machen das, keine Ahnung, Greta-konform oder wie auch immer. Das sowieso. Lokal und wenig Anreise und so, genau. Genau, das meine ich. Richtig. Man muss das irgendwie auf die Reihe bringen. Genau. Mit Labusterbeeren aus biologischem Anbau. Ja, richtig. Und mit diesen Worten würde ich sagen, wir haben die 1,5-Stunden-Marke krass überschlau. Also wir sind mit Anlauf losgefahren heute. Okay. Sind dann gerade noch so am Bremsen gewesen und dann drückt der Felix mit diesem Thema nochmal aufs Gas. Ja, und jetzt sind wir halt übers Ziel hinausgeschossen, aber so soll es doch sein. Hauptsache, wir haben drüber geredet. Und dann danke ich euch. Spaß dabei. Dann danke ich euch beiden. Ihr könnt natürlich zu den Themen unten in die Kommentare immer gern eure Meinung schreiben und uns gerne unbedingt auch mitteilen, was euch so für Themen berührt haben in letzter Zeit. Und dann danke ich euch da draußen, dass ihr live zugeschaut habt. Ich danke den Leuten, die im Audio auf Spotify und überall anders zuhören und immer wieder reinklicken. Leider könnt ihr uns kein Feedback geben, aber ihr könnt ja trotzdem auch mal auf YouTube schauen. Dark Siffler, falls ihr es nicht wisst. Und dann danke ich euch beiden, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem schönen Podcast. Was für Folge ist es eigentlich? Nummer 16, oder? 16. 16. Folge schon. Krass. Krass. Also Geil. Die 100 machen wir voll. Bis Ende des Jahres. Ja. Nee, jede Woche wieder. Und wir versuchen es natürlich, wenn das Internet wieder geht, wieder an einem regelmäßigen Tag zu bringen. Aber bis dahin bin ich erstmal raus. Ich danke euch. Und jetzt noch die abschließenden Worte meiner Kollegen. Ja, ich fand es wieder mal eine sehr geile Sendung und einfach eine coole Unterhaltung und ich hoffe, dass die Menschen da draußen das eine oder andere mitbekommen haben. Was ich nochmal ganz definitiv sagen muss, teilt dieses Summer Breeze Konzept und schaut, dass das wirklich, wirklich weiterbringt, also nicht wie ein Festival, sondern zu den kleinen Vereinen, zu den kleinen Veranstaltungen und es ist wirklich, wirklich durchdacht und der ein oder andere Politiker könnte sich eine ganz große Scheibe davon abschneiden. Punkt. So schaut's aus. Dann mache ich das berühmte letzte Wort und bedanke mich bei allen, die natürlich jetzt zugehört haben oder jetzt zuschauen und zugeschaut haben. Geil, dass ihr das immer wieder mitmacht. Und ja, was bleibt mir anderes übrig, als zu sagen, hey, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und die anderen beiden haben definitiv jetzt auch schon alles gesagt, dass ich jetzt meinen Schnauzen halte, weil ich habe jetzt auch schon genug gesprochen heute. Und das schönste Geräusch ist, wenn du deinen Schnauze hältst, Felix. Richtig. Tschaußen. Und schickt, wenn ihr eine Band habt, Musik, damit wir hier eine Band gründen können. Ciao.